So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute Imperium, in diesem Falle die Classics-Variante. Mein Top-Solo-Spiel derzeit, das ist etwas, die Top 10 Solo-Spiele, die habe ich euch mit Ben gemeinsam auf Brettspielblog vorgestellt, den Link oben in der Ecke. Und ich habe dann ja für alle Spiele von der 10 runter bis jetzt zur 1 ein Let's Play nochmal neu gemacht, findet ihr in meiner Playlist. Und eben jetzt ist Imperium Classics dran und ich gehe mit euch alles durch. Das wird deswegen auch etwas länger dauern, weil wir auch gemeinsam noch das Setup machen und ein paar Regeldetails nochmal angehen müssen, damit ihr, falls ihr da noch kein Video zu gesehen habt, möglichst auch alles in einem Video zusammenbekommt und nicht nochmal hin und her springen müsst. Okay, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wir müssen natürlich noch einiges fertigstellen. Ich habe hier einige Ressourcen, die in diesem Spiel eine Rolle spielen. Das sind einmal Bevölkerung, Population auf Englisch. Ich habe hier die englische Version, die gibt es aber auf Deutsch auch bei der Spieleschmiede. Dann habe ich hier Material. Das wird von einigen Völkern verwendet. Und das hier sind sogenannte Fortschritts- oder Progress-Token. Es gibt jeweils für jedes dieser Token, das sind einfache Papp-Token, aber was ist einfach, aber dicke Pappe, auch 5er- und 10er-Markierungen. Das gibt es also auch zum Wechseln. Reicht üblicherweise auch. Das sind die drei Arten von Token, die eine Rolle spielen im Ressourcenhandel. Und was ihr vor euch seht, ist im Wesentlichen ein Deckbuilder, ein Kartenspiel, das aber auch seinen Platz auf dem Tisch braucht. Das ist kein kleines Spiel, das man eben so schnell runterspielt wie so ein Skat oder was auch immer, sondern da braucht man schon eine Auslagefläche. Zwei Regelhefte gibt es, einmal das normale Regelheft für das Mehrspielerspiel und noch ein Solo-Regelheft für das Solospiel. Da sind noch ein paar andere ergänzende Anmerkungen dazu, wie das aufgebaut wird und wie die Völker agieren. Und das Spiel ist von Nigel Buckle und mitgeholfen, ein bisschen am Schluss noch etwas gefeilt, hat David Turci, den man sicherlich auch aus diversen Solo-Mode-Implementationen von vielen verschiedenen Spielen kennt. Und hier ist er eben auch dabei. So, das sind die Regeln. Was haben wir noch? Ja, was wir grundsätzlich spielen ist, wir spielen als menschlicher Spieler irgendeines der 16 Völker. 8 sind in der Classics Box, weitere 8 sind in der Legends Box. In der Classics Box sind historisch belegte Völker und in der Legends Box sind noch weitere oder sind einige legendäre Völker, wie zum Beispiel die Utopia, die Atlanta, die es so nicht historisch belegt gibt. Jedes dieser Völker hat unterschiedliche Eigenschaften, diverse Karten. Auch das ist durchaus sehr, sehr asymmetrisch. Was es aber gemeinsam hat, das Spiel, ist eine Marktauslage aus diversen verschiedenen Karten. Fangen wir hier rechts an, arbeiten uns nach links durch. Unrest, das ist also Unruhe, die in der eigenen Bevölkerung auftreten kann. Dann haben wir hier Ruhmeskarten. Die geben vor allen Dingen sehr viele Punkte, denn das ist das Ziel des Spiels. Wir wollen nachher in Zahl an Punkten gewinnen gegenüber den anderen Spielern, in diesem Falle gegen den Bot. Und viele, viele Punkte kommen hier aus den Ruhmeskarten, aber auch aus einzelnen Karten aus dem Markt. Hier sind die wertvollen Karten sowas wie 11 Punkte wert. Diese Karten müssen wir mischen, bis auf die König der Könige-Karte. Die liegt hier, die kommt auf die A-Seite, kommt oben über diese Leiste, über diese Marktleiste. Mischen wir die und im Solospiel kommen zwei Karten davon weg, sodass wir nicht wissen, welche Karten alle beteiligt sind. Offizielle Regel ist, dass die Karten quergelegt werden aus Platzgründen. Lege ich sie jetzt mal hier senkrecht drauf, das spielt eigentlich keine große Rolle. Dann haben wir hier die sogenannten Regionen, Regions im Englischen. Das sind Ländereien, das können Marschlande sein, Hügel, Wälder, Dschungel, Steppen und so weiter und so fort. Die werden gemischt. Ihr seht dieses Symbol auch hier auf dieser Leiste. Und im Solospiel kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten oben hin. Und eine davon wird aufgedeckt als verfügbare Region, in diesem Falle der Fluss. Die anderen Karten behalten wir mal hier. Dann haben wir die sogenannten Uncivilized, unzivilisiert Karten. Das sind im Wesentlichen so Städte,
Invasion, Orakel, das sind Eigenschaften, die ein Volk oder Dinge, die ein Volk haben kann, wenn es noch nicht hochzivilisiert ist. Da kommen wir gleich zu, was das so ungefähr bedeutet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten werden hier verdeckt hingelegt. Eine wird aufgedeckt und die Karten, die verbleibenden Karten werden schon mal miteinander gemischt. Das ist übrigens auch ein Spiel, das ihr sleeven solltet. Ich selbst habe es auch gesleeved, obwohl ich sonst kein einziges anderes Spiel gesleeved habe. Dieses Spiel lohnt sich zu sleeven, weil man sehr oft verschiedene Karten zueinander mischt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hier sind die sogenannten Civilized Karten. Die haben ein anderes Symbol, nämlich die Säule. Die spielen dann eine Rolle, wenn man in seiner Bevölkerungsentwicklung etwas weiter gediehen ist. Auch hier wieder 6 Karten einzeln abgetrennt und eine aufgedeckt. Die anderen Karten untergemischt. Und was noch verbleibt an Kartenarten, sind die sogenannten Tributvölker, Tributary Cards. Das sind Völker, die man unterwerfen bzw. mit denen man Pakte eingehen kann. Da haben wir auch einige und die werden ebenfalls untergemischt. Und damit wird die Marktauslage, das ist das sogenannte Main Deck hier, aus diversen Kartensorten. Und damit wird die Marktauslage vervollständigt und da kommen hier unten 2 Kartenhände. So, aber wir sind mit der Marktauslage noch nicht ganz fertig. Denn unter jede Karte, die nicht eine Region ist, kommt auch noch eine Unruhekarte, die unter gewissen Bedingungen der Spieler mit auf die Hand bekommt. So. Damit ist die Marktauslage fertig. Dann fangen wir mit unserer Spielerauslage an. Ich habe mir das Volk der Mazedonier ausgesucht. Das erste, was wir hier haben, ist die sogenannte Power Card. Die hat hier unten so ein geschlängeltes Symbol in der Mitte. Die Icons spielen eine wesentliche Rolle. Diese Power Card gibt mir eine passive Fähigkeit, wenn ich eine Region ausspiele aus meinem Abwurfstapel, den wir gleich haben werden, dann bekomme ich 2 Material. Das kann unter Umständen hilfreich sein. Wir werden sehen, wie sich das spielt. Ich habe die Mazedonier selbst tatsächlich noch nicht gespielt. Was ich schon gespielt habe und wieso und warum wir jetzt hier bei den Mazedoniern sind, da kommen wir gleich zu. Wir machen aber erstmal weiter. Jedes Volk beginnt im sogenannten Barbarenstatus und wenn es einen gewissen Entwicklungsstatus erreicht, wechselt es in Empire-Status, als Reich wird es dann tituliert und dann hat es gewisse andere Eigenschaften, darf gewisse andere Karten spielen, nämlich, ihr habt es vielleicht schon geahnt, diese Karten, die hier als mit diesem Symbol versehen sind, die dürfen nur gespielt werden, wenn man auch den Status entsprechend hat. Wir beginnen aber im Barbarenstatus. So, was müssen wir tun? Wir haben mit dem Symbol oder ohne weitere Symbole hier unten links in der Ecke. Die Farbe hat immer das jeweilige Volk zu eigen. Das sind also die mazedonischen Karten sind lila. Diese Karten sind unser sogenanntes Startdeck. Mit dem beginnen wir. Das mischen wir einfach durch. Das ist unser Nachziehstapel. Aber was viel wichtiger ist, das hier sind unsere Entwicklungskarten. Die wollen wir auf die Hand bekommen, wenn wir als Reich entwickelt sind. Wir haben dieses Sternsymbol hier unten links in der Ecke auf dem Farbdreieck. Das kommt erstmal hier offen zur Seite. Dann haben wir hier den, in diesem Falle Alexander den Großen, der als Aufstiegskarte gilt. Wenn wir den erreichen, dann steigen wir vom Barbarenstatus zum Reich auf. Der kommt hier offen hin. Und dazwischen liegen jetzt noch einige Nationenkarten. Die haben hier unten diesen Sichelmond als Symbol. Diese 3 Karten werden gemischt und verdeckt hier oben quer draufgelegt. Aus Platzgründen mache ich es jetzt mal so, weil der Unterschied nur marginal ist. Wenn ich diese 3 Karten auf meine Hand bekommen habe durch gewisse Züge, dann bekomme ich als nächstes den Alexander auf die Hand und in dem Moment wechseln wir vom Barbarenstatus zum Empire-Status, zum Reich. Und dann können wir auf diese Karten zugreifen, die uns gewisse Eigenschaften und weitere Fähigkeiten geben und natürlich auch einiges an Punkten. Und diese Karten muss ich nicht mischen, denn jedes Mal, wenn wir das Recht haben, eine dieser Karten zu nehmen und sie auch bezahlen können, diese Karten müssen gekauft werden, dann suchen wir aus. Dann können wir wählen, was wir nehmen. Deswegen bleiben die einfach so offen liegen.
Wenn ihr jetzt ein bisschen Platzprobleme habt, dann könnt ihr das theoretisch auch alles so übereinander legen. Bei den meisten Völkern funktioniert das. Dann spielt man diesen Stapel einfach von oben nach unten durch, beziehungsweise wenn man dann die Nationenkarten durch hat und die Aufstiegskarte erreicht ist, dann hat man die anderen Karten offen liegen und dann kann man sich das aussuchen, wie man das gestaltet. Das sind Dinge, die müsst ihr je nach eurem Platz beurteilen. Und das funktioniert aber auch nicht bei allen Völkern. Es gibt einige Spezialvölker, die Arthurianer, die haben gewisse Quests zu erfüllen, die müssen dann hier nebeneinander liegen. Da braucht man etwas mehr Platz für. So, meine Handkarten habe ich vorbereitet. Ich ziehe nachher 5, mit denen ich beginne. Dann seht ihr hier in der Ecke Token, die noch eine Rolle spielen. Das sind die sogenannten Erschöpfungsmarker, Exhaust Tokens, die hier für mich zur Verfügung stehen, nämlich in diesem Falle tatsächlich 5 Stück. Und 3 Aktionen habe ich pro Zug, in dem ich dran bin. Das sind 3 Action Tokens. Es gibt Momente, in denen ich eventuell noch einen 4. oder sogar 5. Action Marker bekommen kann. Deswegen liegen hier noch Ergänzungstoken. Dann bekomme ich noch Startressourcen. Und das werden sein 2 Bevölkerung, 1 Progress und 3 Material. 1, 2, 3. Warum weiß ich das und wie lässt sich das merken? Ganz einfach, hier ist ein Symbol drauf, hier sind 2 Symbole drauf, hier sind 3 Symbole drauf und in dem Moment hat man auch relativ einfach die Startressourcen markiert. Die lege ich jetzt hier mal neben, das kann man sortieren, das kann man auch auf einem Haufen halten. Das hier sind unsere Punkte, die nachher auch jeweils einen Punkt wert sind, neben dem Punktesymbol auf der Karte. Und ihr seht hier unten rechts dieses Punktesymbol. Hier können ganz konkrete Zahlen stehen, 1 bis 5 in der Regel, bei den Ruhmeskarten auch mehr, bei den Fame-Karten. Bei den Unruhekarten, wenn man Unruhe nach einem Volk hat, dann sind das sogar 2 Punkte Abzug, auch das steht drauf. Hier steht in diesem Fall ein Stern drauf, dann gelten hier neben die beschriebenen Textaussagen, das könnt ihr jetzt nicht lesen, aber hier steht, dass ich bei der Bewertung am Schluss einen Siegpunkt für jeweils 2 Regionen bekomme. Ich sollte also versuchen, möglichst viele Regionen in mein Deck zu bekommen, sprich auf diesen Stapel zuzugreifen oder dann, wenn sie vom Hauptdeck kommen, entsprechend die Regionen mir zu sammeln. Ob das hilfreich ist, um auch in der Summe viele Punkte zu bekommen, werden wir dann noch sehen. Okay, was wir noch vorbereiten müssen, ist der Bot. Der funktioniert im Wesentlichen von der Struktur der Karten genauso. Das ist ein ganz normales Deck, wie es auch jeder Mitspieler spielen kann. Da hat sich nichts dran geändert, aber der Aufbau ist leicht unterschiedlich. Wir müssen nämlich schauen, dass wir die Entwicklungskarten sortieren nach Punktestärke. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. 2, 2, 3, 3, 4, 4 und 5 Punkte. Für den Bot zählt der Stern hier unten immer 5 Punkte. Hier habe ich nach Nummern sortiert oder nach Wert sortiert und die kommen umgedreht, face down, auf einen Stapel. Darüber kommt die Aufstiegskarte des Bots, das ist in diesem Falle die Stadt von Persepolis. Das ist dieses Symbol, der Vollmond, und der kommt offen da oben drauf. Und die Nationenkarten des Bots, das sind in diesem Falle 4 Stück mit dem Sichelmond, die werden gemischt und da oben drauf gelegt. Und wenn wir den Bot so weit spielen, dass er diese Vollmondkarte erreicht, die Aufstiegskarte, dann wechselt auch der Bot vom Barbarenstatus in den Empire-Status. So, unsere Power-Card kommt daneben. Was hier an Text, an Eigenschaften für das Volk der Perser beschrieben ist, das gilt für den Bot nicht. Diese Karte wird für den Bot nicht gewertet. Und auch der Bot hat eine Starthand. Die mischen wir. Und die ersten 5 Karten, die wir als Spieler auf die Hand ziehen, legen wir für den Bot einfach hier aus. Ich spiele auf dem Schwierigkeitsgrad Imperator. Es gibt insgesamt 5 Schwierigkeitsgrade vom Chieftain, also vom kleinen Häuptling bis rauf zum Overlord. Da gibt es 5 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wir spielen hier den mittleren mit 5 Karten für den Bot und einem Würfel, sodass dass wir eventuell auch je nach Wurf, ihr seht es dann gleich, eine Karte ausschließen, die nicht gezogen oder nicht gespielt wird. Der Nachziehstapel des Bot kommt hier daneben. Der Bot beginnt ohne Ressourcen, wenn ich das richtig weiß. Wir schauen nochmal bei den Schwierigkeitsgraden nach.
Schwierigkeitsgrade. Keine Änderung an den normalen Regeln. Genau, es gibt keine Ressourcen zum Start. Ja. Erst bei dem nächsten Schwierigkeitsgrad Sovereign würde der Bot ebenfalls mit Ressourcen beginnen. Nicht hier. So, was wir jetzt noch brauchen, ist einmal für den Bot die Referenzkarte, denn je nachdem, was für eine Karte der Bot spielt, was wir da aufdecken, müssen wir auf die Symbole schauen und das erste von oben, was wir finden, das erste Symbol, dessen Aktion behandeln wir, soweit wir das können. Wenn wir da gar nichts davon behandeln können, dann suchen wir das nächste passende Symbol. Aber in der Regel wird immer irgendetwas passieren können und diese Referenzkarte brauchen wir ständig zum Nachschlagen. Die beginnt für die Perser auch im Barbarenstatus. Wenn die Perser den Empire-Status erreichen, müssen wir die Karte umdrehen. Die gibt es auf BoardGameGeek. Ich verlinke euch das natürlich wieder unten zum Selbstausdrucken. Auch, man kann sie auch farbig ausdrucken und laminieren. Ich habe sie jetzt auf einfachem Papier schwarz-weiß gedruckt. Das reicht mir vollkommen aus. Und ihr müsst aber aufpassen, für jedes Volk gibt es das. Das Volk der Utopia hat eine größere Karte. Dafür braucht ihr dann etwas mehr Platz. Okay, damit haben wir das vorbereitet. Was wir noch haben, ist diese Karte hier, die sogenannte Sonnenwende, die Solstice. Und die liegt zwischen dem Bot und uns. Wir beginnen als menschlicher Spieler, dann kommt der Bot dran und dann kommt die sogenannte Solstice, Sonnenwendphase. Und in der werden gewisse andere Aktionen, die wir eventuell auslegen haben, in unserem Play abgehandelt. Gilt allerdings nur für uns menschliche Spieler. Der Bot hat keinerlei Sonnenwend-Aktionsfähigkeiten. Und der Bot braraucht auch eine kleine Auslage hier. Wenn er Karten ausspielt, dann werden die aufeinander gestapelt. Wir werden hier eine Auslage errichten, die eventuell sehr breit werden kann oder auch sehr schmal. Das gehen wir dann im Einzelnen durch, wenn da was passiert. Damit haben wir jetzt alles aufgebaut. Unsere Ressourcen liegen bereit. Der Bot liegt bereit. Wir ziehen 5 Karten. 1, 2, 3, 4, 5. Und schauen uns das an, was wir haben. Wir haben 3 Aktionen zur Verfügung und können Karten ausspielen. Teilweise können die liegen bleiben, teilweise kommen sie auf die Ablage und das schauen wir uns an. Wir haben eine Region, Haliakmon-Tal, bekomme eine Bevölkerung und du kannst eine Karte als garnisonieren unter diese Karte drunter. Dann haben wir das Conquer. Da kann ich 2 Bevölkerung bezahlen, um eine Karte aus dem Markt zu erwerben. Oder 3 Bevölkerung bezahlen, um eine Karte, um eine Region oder Tributkarte mit einem Breakthrough zu erwerben. Das erkläre ich euch gleich, wenn wir das machen. Das ist die Phalanx. Die kann ich dauerhaft auslegen und wenn ich sie erschöpfe, dann kann ich eine Region aus meinem Abwurfstapel spielen. Das ist die Möglichkeit, dann auch 2 Material zu gewinnen. Okay. Und dann haben wir noch eine Conquer-Karte. Und dann haben wir die Advance-Karte. Das ist 3 oder 5 Material zu bezahlen, um eine Civilized- oder Uncivilized-Karte vom Markt zu bekommen. Da gibt es 2 verschiedene Arten und Weisen, das habe ich eben schon erwähnt, Acquire und Breakthrough. Ich kann einmal mit einem Acquire, der in der Regel günstiger ist, die Karte aufnehmen und muss dann auch die Unrest-Karte mit auf die Hand nehmen. Oder ich kann einen Breakthrough machen, der ist in der Regel teurer und seltener zu machen. Dann brauche ich aber nur die Karte zu nehmen und der Unrest bleibt liegen, beziehungsweise kommt offiziell zurück. Dann wird die nächste Karte aufgedeckt. Okay. Ich bekomme Material, wenn ich eine Region aus dem Abwurf spiele. Das kann ich mit der Phalanx tun. Haben wir hier eine Region und Tributvölker. Tributvölker haben wir gar nicht liegen. Hier liegt eine Region. Welche liegt hier? Der Fluss. Das ist jetzt nicht so spannend. Ich möchte euch jetzt nicht jeden Text vorlesen, sondern nur dann, wenn wir den spielrelevant machen. Schauen wir mal. Also, ich darf bis zu 3 Karten spielen, darf dann beliebig viele Karten ablegen. Und dann bekomme ich die Marker alle wieder zurück und dann ist der Bot dran. Ich werde als erstes die Phalanx spielen. Oh, jetzt habt ihr ja die Reflexion. Ich
muss mal den Scheinwerfer etwas drehen. Kamera wackelt, Entschuldigung. Das hilft nicht wirklich. Okay, da müsst ihr mit leben. Ich glaube, ich kann das jetzt wegen des Umschläge, wegen des Sleeves nicht wirklich verbessern. Hier liegt jetzt die Phalanx. Jedes Mal, wenn ich diese Karte erschöpfe, das kann ich während meines Zuges mit beliebigen Karten tun, dann kann ich aus meinem Abwurfstapel eine Region ausspielen und damit gewinne ich dann hier zwei Material. Muss dafür aber auch eine Aktion bezahlen. Gut. So. Seht ihr das so? Naja, es ist nicht ganz so dramatisch, dass die hier... Okay, wir lassen sie mal hier so liegen, am unteren Bildschirmrand. Die Auslage kann nachher sehr breit werden. Das habe ich als Aktion jetzt verbraucht. Das heißt, ich lege erstmal den Marker hier vor mich aus, als Erinnerung daran, dass ich eine Aktion gemacht habe. So, jetzt dann habe ich eine zweite Aktion. Da werde ich diese Region spielen, das Haliakmon-Tal. Diese Region lege ich einfach auch ebenfalls in die Auslagenreihe. Dann tue ich das, was dort steht, erhalte eine Bevölkerung. Und dann kann ich eine Karte garnisonieren. Das wäre jetzt eine Karte aus meiner Hand einfach hier drunter schieben, um sie zu parken. Das möchte ich jetzt nicht. Möchte ich das? Nein, das möchte ich nicht. Das war auch die zweite Aktion. Und die dritte Aktion wird sein, ich habe ja jetzt drei Bevölkerungen. Dann werde ich mir... die drei Bevölkerungen brauche ich nicht. Was haben wir noch an schönen Karten hier? Hier haben wir den Hafen. Was kann ich mit dem Hafen machen? Da kann ich Material herbeischaffen. Dann habe ich hier eine Stadt. Die gibt mir eine Sonnenwellenfähigkeit. Das könnte auch spannend sein. Und dann habe ich hier schon Civilized-Karten mit dem Empire-Symbol. Die kann ich noch gar nicht spielen. Ich könnte sie jetzt kaufen, aber ich kann sie dann auf jeden Fall nicht spielen, wenn sie dann durch mein Deck kommen. Ach, wisst ihr was? Wir machen das etwas anders in der Reihenfolge. Ich nehme mal diese Aktion zurück. Ich sage euch auch gleich, warum. Denn das Erste, was ich mache, ich spiele die Advance-Karte. Das wird meine zweite Aktion. Zahle dafür drei Material, gebe die zurück und dann kaufe ich tatsächlich diese Coinage mit einem Acquire, das heißt, ich muss die Unrest-Karte mitnehmen. Das ist so früh im Spiel, hoffentlich noch kein Problem, wir werden sehen. Und diese Coinage-Karte, die kaufe ich, dann wird sofort nachgedeckt aus dem Main Deck. Jetzt haben wir ein Tributvolk da liegen, okay. Die Karten kommen auf meine Hand. Das ist bei diesem Deckbilder so, dass die Karten, die man erwirbt, sofort auf die Hand kommen, nicht erst in den Nachziehstapel oder auf den Ablagestapel. So, damit ist diese Karte Advance gespielt. Und jetzt muss ich meine dritte Aktion machen. Das wird jetzt das Tal sein, die Region, die spiele ich aus. Das ist meine dritte Aktion. Damit bekomme ich die Bevölkerung, die habe ich noch hier liegen. Die muss ich mir nicht nochmal nehmen. Und ich kann eine Karte garnisonieren. Und das tue ich jetzt mit dieser Coinage-Karte, mit der Münzprägerei, denn die kann ich noch nicht spielen. Die kann ich auch also erstmal wegparken, damit sie nicht durch mein Deck rotiert und es verstopft. Damit habe ich drei Aktionen ausgespielt. Dann kommen alle ausgespielten Karten auf den Discard-Stapel. Dann kommen alle Marker zurück. Dann kann ich beliebig viele Karten abwerfen. Das tue ich mit zwei Karten. Die Conquer-Karte behalte ich mal auf der Hand. Eventuell möchte ich sie nämlich als nächstes spielen. Und ich kann auf fünf Karten aufziehen. 1, 2, 3, 4, 5. So, da sind meine neuen Karten. Die gucke ich mir jetzt noch gar nicht an, denn die sind jetzt im Moment nicht relevant. Was ich jetzt aber nach meinem Zug tun muss, ich muss einen Progress-Marker im Markt verteilen. Ich habe einen Fehler gemacht. Der fällt mir jetzt ein. Der ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, wenn ihr Imperium schon mal gespielt habt. Ich habe mir ja gerade die Coinage-Karte geholt. Die lag hier. Zu Beginn des Spiels, beim Setup, wird auf jede Civilized-Karte ein Progress-Marker gelegt. Und in diesem Falle habe ich den dann mitbekommen. So, jetzt kommt die Coinage-Karte da runter.
Ich muss aber jetzt nach meinem Zug, jetzt sind wir wieder im Spiel synchron und das passt, ich muss jetzt nach meinem Zug einen Progressmarker im Markt verteilen. Das hat mehrere Konsequenzen. Erstens, bei einem oder diese Karte, die ich damit belege, die kann dann nicht ins Exil geschickt werden, also weggeschmissen werden aus dem Spiel. Und diese Karte wird natürlich dann für irgendjemanden, der eine Karte auswählt, und das ist auch der Bot, das kann auch der Bot sein, attraktiver. Und das möchte ich jetzt einfach mal machen hier mit dem Hafen. So, dann ist der Bot dran. Und der Bot funktioniert in diesem Falle bei diesem Schwierigkeitsgrad so, dass immer gewürfelt wird. Dann wird der Würfel auf die Karte gelegt, dessen Auge er zeigt, also auf die 1, und die anderen Karten werden aufgedeckt, der Reihe nach. Der Bot spielt Prosperity. Wir gucken auf die Referenzkarte. Da gibt es tatsächlich einen eigenen Eintrag für die Prosperity-Karte. Legt die oberste Karte vom Bot-Deck weg, dann kommt die einfach auf die Ablage. Erhalte 1 Material und 1 Bevölkerung für jede Region im Spiel. Der Bot hat noch keine gespielt, das gilt nur für ihn, also bekommt er tatsächlich nichts. Und You may draw a card, das ist fett geschrieben, das bezieht sich auf mich als Spieler, also bekomme ich noch eine Karte dazu, das mache ich natürlich gerne. Ich möchte mein Deck so schnell wie möglich durchziehen, damit ich dann die nächste Karte hier bekommen kann. So, dann ist diese Karte gespielt. Die kommt für den Bot auf die Ablage. Dann kommt die nächste Karte dran. Das ist eine Region. Wir schauen, welches der Icons am ehesten wir finden. Und das, was wir finden, ist als erstes das Icon für die Region. Bekomme ein Bevölkerung. Das bekommt jetzt unser Bot. Die Region wird ausgespielt. Und schicke eine Karte aus dem Markt ins Exil. Und er schaut jetzt als Bot von links beginnend. Die erste Karte, die er ins Exil schicken kann, ist die hier. Dann kommt die ins Exil. Es wird eine neue Karte nachgezogen. Und bei nachgezogenen Karten, wenn sie civilized sind, wird jetzt nicht noch ein Progress-Marker draufgelegt. Das gilt nur für den Start. Okay, damit hat er die Karte auch ausgespielt. Dann kommt die nächste Karte, eine Tributkarte, die Lydia. Das erste Symbol, was passt, ist tatsächlich die Tributflagge. Bekomme 2 Material und 2 Bevölkerung. Der holt sich direkt ordentlich Ressourcen rein, wirft die oberste Karte vom Bot-Deck ab und put this card into history, das heißt, diese Karte kommt in die Geschichte des Bots und das ist die unter der Power-Card. Damit ist die Karte für den Bot jetzt aus dem Spiel, wird aber natürlich hinterher gewertet. Okay, das war diese Karte und dann spielt der Bot die Conquer-Karte. Das erste, was als Symbol zutrifft, ist die Barbarenflagge hier oben in der Ecke rechts und links. Wenn möglich, gib 3 Bevölkerung aus, das kann er, um einen Breakthrough für ein Tributvolk zu machen. Und legt diese Conquer-Karte in diesem Falle in die History. Das heißt, wir geben 3 Bevölkerung aus und machen einen Breakthrough für eine Tributkarte. Ihr seht aber hier im Markt keine Tributkarte. Bei einem Breakthrough funktioniert es aber auch, dass man den Stapel von oben durchgeht, bis eine solche Karte aufgedeckt wird. Und in diesem Falle sind das die Chin. Die nimmt der Bot. Die anderen Karten werden wieder untergemischt. Denn bei einem Breakthrough kann ich entscheiden, ob ich aus dem Markt etwas nehme oder aus dem jeweiligen Kartenstapel, der da drüber liegt. Und dann muss es aber die oberste Karte sein. So, der Bot bekommt die Chin und beim Bot ist es so, er bekommt erworbene Karten auf seinen Nachziehstapel. Wir sind aber hiermit noch nicht ganz fertig. Diese Karte muss in die Geschichte, also kommt sie auch weg. So, jetzt haben wir den Bot durchgespielt und das Erste, was jetzt passiert, wir füllen auf. 1, 2, 3, 4. Und auch der Bot legt einen Fortschrittsmarker auf die Karte, in diesem Falle da, wo der Würfel liegt. Der Würfel kommt wieder weg. Wir sind dran, beziehungsweise jetzt wäre die Sonnenwende dran, aber wir haben keine Karte ausliegen, die eine Sonnenwendeigenschaft hat. Das heißt,
Wir beginnen. Haben jetzt, weil wir nachziehen konnten, 6 Karten auf der Hand. Da sind 2 Unrest-Karten von. Hier ist Philipp der Zweite. Okay, der lässt uns eine Karte erwerben. Und dann muss er aber in die History. Ich habe 2 Regionen. Ich habe noch keine Region in meinem Abwurfstapel, die ich spielen könnte, um Material zu bekommen. 2 Unrest-Karten habe ich auf der Hand. Die möchte ich ja eigentlich gerne loswerden, aber dafür muss ich Aktionen ausgeben. Im Moment muss ich mal schauen, dass ich die möglichst alle auf einen Schlag bekomme und dann loswerde. Was haben wir noch? Ich habe die Conquer-Karte, den Philipp und 2 Regionen. Was gibt es denn an spannenden Karten, die wir hier erwerben könnten? Metropole ist spannend, aber das ist noch sehr früh. Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir die auch spielen dürfen. Und die Geldverleiher, naja. Wir schauen mal. Ein bisschen was überlegen muss ich schon. Wir spielen mal. Ja, wollen wir mit dem Philipp nur die Region holen? Natürlich auch. Die Geldverleiher mir organisieren. Und erstmal in die Garnison schicken. Vielleicht machen wir das einfach mal. Wir spielen den Philipp den Zweiten aus, vergeben dafür die Aktion, machen ein Acquire auf eine Civilized-Karte. Das heißt aber auch, dass ich das Unrest mitnehmen muss und bekomme aber auch den Siegpunkt, der hier drauf liegt, den Progress-Marker. Das kommt alles auf die Hand. Die Karte kommt in die History, ich darf die nicht nochmal spielen. Hier wird nachgelegt, da kommt eine Unrest-Karte drunter und die Exports kommen. Jetzt kann ich die Region Orestis ausspielen. Das ist meine zweite Aktion, legt direkt eine Garnisonskarte drunter. Meine zweite Aktion, die sagt mir, bekomme 2 Material. Habe ich. Und jetzt habe ich noch. Ja, die Region ist für mich gar nicht so spannend. Vielleicht möchte ich einfach mal mit der Conquer-Karte. Das ist meine dritte Aktion. 3 Bevölkerung bezahlen und einen Breakthrough machen, so wie eben der Bot, mache ich das genauso auf eine Tributkarte. Und die erste ist es direkt, dann brauche ich den Stapel gar nicht mischen. Was habe ich gezogen? Die Armenier. Gut, die kann ich aber jetzt nicht spielen. Ich habe ja meine 3 Aktionen schon verwertet. Das heißt, die kommt in die Ablage. Jetzt kann ich auch wieder einiges ablegen. Und ich überlege jetzt mal, wie wir es am besten und geschicktesten hinkriegen. Ich möchte die Unrest-Karten demnächst loswerden. Und dazu behalte ich die alle auf der Hand, lege alles andere ab, muss jetzt auf 5 Karten aufziehen. 1, 2, 3 habe ich in der Hand, 4. Und jetzt müsste ich eine weitere ziehen, eine 5. Der ist aber jetzt leer, der Nachziehstapel. Deswegen bekomme ich jetzt vom Nationendeck die erste Karte auf meinen Ablagestapel, erschöpfe das Nationendeck, dann ist das schon mal blockiert und kann jetzt mit der neuen Karte, habe ich sozusagen einen Entwicklungsschritt durchlaufen, eine neue Stufe erreicht und kann jetzt eine 5. Karte ziehen. Schade, es ist nicht die 5. Unrest-Karte, aber ihr seht, ich habe jetzt für meinen nächsten Zug 4 Unrest-Karten und da kann ich was mitmachen. Das zeige ich euch gleich. So, meine 3 Aktionsmarker kommen zurück. Und damit müssen wir jetzt einen Fortschrittsmarker wieder verteilen.
Exporte blockieren, dass die nicht ins Exil wandern. Und dann ist der Bot wieder dran. Auch wieder die 1. Und wir spielen nacheinander die Karten. Die Chin, eine Attributvolk. Er bekommt wieder 2 Material und 2 Bevölkerung. Das ist gar nicht so gut, denn für den Bot sind nachher Material und Bevölkerung Punkte wert. Für uns als menschliche Spieler leider nicht. So, oberste Karte abwerfen. Braucht er nicht, kann er nicht. Und die Karte kommt in die History. Alles klar. Fertig. Nächste Karte. Eine Region. Da weiß ich noch, dass die ausgespielt wird, aber er bekommt dazu auch noch eine Bevölkerung. Und es geht eine Karte ins Exil. Und von links gesehen kann es nur noch die sein hier. Eine nachgezogen. Dann geht es weiter. Die Conquer-Karte. Das ist diese Karte hier. Wenn möglich, bezahle 3 Bevölkerung. Das kann er tatsächlich wieder. Und er macht wieder einen Breakthrough auf die Tributvölker. Auch hier wieder, das erste ist es. Kommt auf seinen Nachziehstapel. Und die Karte geht in die History. Und dann ein Unrest. Und das ist für den Bot einfach nur zurücklegen. Also er verliert praktisch damit eine Aktion. Und das ist auch ein Punkt, der wichtig ist in den Originalregeln. Ist das zwar im Text irgendwo beschrieben, aber auf den ganzen Referenzkarten, die auch in den Originalregeln zu finden sind, ihr seht das hier hinten, in diesen Referenzen, ist diese Aktion mit der Unrest-Karte gar nicht drin. Sie steht irgendwo im Text weiter vorne beschrieben, aber wenn man das aus Versehen überliest, dann hat man da ein Problem, das macht das Spiel kaputt. So mit diesen angepassten Referenzkarten von BGG, aus der Dateienecke, passt das. So, der Bot ist durch, er muss nachziehen. 1, jetzt hat er hier nichts mehr. Auch er macht einen Entwicklungsschritt, zieht eine Karte nach, in diesem Fall auch eine Unrest-Karte. Es wird gemischt und aufgefüllt. So, und auch er muss einen Fortschrittsmarker, ein Progress, verteilen. Und ihr seht, das ist also keine kleine Auslage, man braucht schon ordentlich Platz. Und dann sind wir wieder dran. Sonnenwende haben wir immer noch nichts, was hier liegt. Die Phalanx nutzt uns noch nichts, weil wir noch keine Karten im Ablagestapel haben, die wir ausspielen könnten. Und wir haben jetzt 4 Unrest-Karten auf der Hand und eine Conquer. Aber wir hätten 3 Aktionen. Das wollen wir natürlich nicht. Was wir machen wollen, ist, wir geben jetzt die Aktion aus, eine Revolte zu spielen. Das steht hier hinten auf dem Quick-Reference-Sheet. Und eine Revolte sagt uns, alles, was wir auf der Hand haben und was Unrest ist, können wir einfach so en bloc zurückgeben. Und damit sind wir durch. Das war unser Zug. 1, 2, 3, 4, 5 Karten ziehen wir auf. Und wir müssen einen Progress-Marker verteilen. Was spielen wir? Vielleicht machen wir die Häfen noch etwas wertvoller. Und dann ist der Bot wieder dran. Wir würfeln wieder. Und wieder eine 1. Meine Güte, ich würfel nochmal. Immer wieder 1 und bringt ja nichts. Eine 4. Also geht's dahin. Er spielt eine Advanced-Karte. Auch hier gucken wir, was wir für ein Symbol haben. Das erste, was wir treffen, ist die Barbarenflagge. Wenn möglich, gibt 3 Bevölkerung aus für ein Breakthrough, das kann er nicht. Andernfalls, wenn möglich, gibt 2 Material, um eine Civilized oder Uncivilized Karte zu erwerben. Das können wir tun. 2 Material gibt er aus. Civilized oder Uncivilized, das sind diese ersten 4. Und was macht der Bot? Er nimmt sich die wertvollste. Und die wertvollste Karte wird ermittelt, indem man das, was hier unten an Punkten steht, mit dem, was an Markern drauf liegt, zusammenzählt. Das hier sind 2 Punkte unten rechts auf der Karte, plus 2 sind 4. 1 plus 2 sind 3, der Stern zählt 5, dann sind das hier 6 und dieser Stern zählt auch 5, dann ist das die wertvollste Karte. Und da macht er einen Acquire, das heißt, er bekommt auch die Unrest-Karte mit, den Siegpunkt bekommt er
Und beides kommt, so wie es ist, auf den Nachziehstapel des Bot. So, was brauchen wir noch für die Karte? Da kommt noch ein anderen Falls. Nein, das ist es nicht. Okay, damit sind wir durch. Die Karte geht in den Discard. Dann haben wir die Axumiten, ein Tributvolk. Bekomme zwei Material und zwei Bevölkerung. Zwei Bevölkerung, zwei Material. Was haben wir noch? Oberste Karte vom Bot-Deck abwerfen. Und diese Karte kommt in die History. Zack, nächste. Unrest kommt zurück. Die 4 wird übersprungen. Und dieses Unrest kommt auch zurück. Dann kommt hier ein Progress-Marker drauf. Und was jetzt auch passiert ist, die liegen gebliebene Karte bleibt nicht auf der 4 liegen, sondern sie rutscht weiter zur 1. Und es wird wieder nachgezogen. 1, 2, jetzt ist hier leer. Das heißt, es kommt eine Karte drauf. Das ist relativ mechanisch, was man dann tun kann für den Bot. Ich habe schon überlegt, ob ich da mal versuche, die Aktionen des Bot irgendwie in Software zu gießen, sodass man die Bots gegeneinander spielen lassen kann auf dem PC. Aber das ist ein bisschen Programmieraufwand, für den ich im Moment leider noch keine Zeit habe. So, der Bot hat gezogen, der Bot hat nachgezogen, den Progress-Marker verteilt, Sonnenwendphase ist, haben wir nicht, wir sind dran. Eine Unrest-Karte, was kommt, irgendwann werden wir die los. Was haben wir noch? Wir haben die Armenier. Damit können wir eine Uncivilized-Karte bekommen, zum Beispiel die Häfen oder hier die Agrikultur. Und dann haben wir die Uxier. Keine Ahnung, ich kenne dieses Volk nicht. Damit kann ich zwei Material klauen vom Gegner. Ja, die spielen wir doch erstmal aus. Zack. Das wird unsere erste Aktion. Steal 2 Material. Alles klar, wir klauen die. Besitztumsübergang. Und you may return an exhaust marker to your state card. Ich habe den hier noch liegen, den hätte ich sowieso schon zurückspielen können. Also haben wir da nichts, was uns das hilft. Also kommt die Karte in die Ablage. Nein, sie bleibt erstmal liegen in der aktiven Auslage. Nein, sie kommt in die Ablage. Zack. Spielt keine Rolle bei uns. So, wir haben 4 Material, 3 Progress. Mhm. Was haben wir noch? Wir können die Conquer-Karte, die kostet Bevölkerung, die wir gerade nicht haben. Material mit der Advance-Karte. Damit können wir auch eine Karte acquiren. Das können wir auch erstmal hier mit. Und ich möchte erstmal den Port, die Häfen erwerben. Auch wenn die nur einen Punkt wert sind. Die geben uns eventuell noch mehr Ressourcen. Ja, wir spielen die Armenier. Zweite Aktion. Acquiren das, bekommen also diese zwei Siegpunkte, bekommen aber auch die Anrestpunktkarte mit auf die Hand. Mal schauen, wie schlau das alles hinterher sich herausstellt. So. Damit haben wir das. Die Armenier kommen in die History. Und dann haben wir jetzt die Häfen, die wir ausspielen können. Das machen wir mal. Die legen wir aus. Kommen hier in die Ecke. Nein, die kommen nicht in die Ecke. Die kommen hier in die Mitte, wo vorher die Phalanx lag. Jetzt blenden sie euch wieder. Ich lege sie mal hier nach dorthin. Da wird es hoffentlich nicht so geblendet. Okay, denn die ermöglichen uns bei Erschöpfung für jedes Wassersymbol, was wir ausliegen haben, ein Material zu erwerben. Das können wir gebrauchen. War das die zweite Aktion? Eins, zwei, nein, das ist die dritte Aktion, die Häfen auszuspielen. So. Und das war die dritte Aktion. Wir müssen aber nicht unbedingt fertig sein, denn jetzt können wir immer noch Karten erschöpfen.
Das kann man vor, während und nach seines Zugs jederzeit tun. Und in diesem Falle erschöpfen wir genau die gerade ausgelegte Karte. Einmal Erschöpfung. Und wir können pro Wassersymbol in unserer Area, in unserer Auslage, bekommen wir ein Material. Das ist in diesem Falle dieser eine Wassertropfen. Wir bekommen also ein Material. Und du darfst drei Material ausgeben, um eine Karte aus deiner Wahl aus der Ablage zu ziehen. Will ich eine Karte nochmal ausspielen? Nein, ich komme jetzt sowieso einmal durchrotiert. Ich werde alle Karten abwerfen. Mein Zug ist zu Ende. Dann kommen alle Marker zurück. Und dann wird neu nachgezogen auf 5 Karten. 1. Und hier sind wir wieder eine weitere Entwicklungsstufe. Ablagestapel mischen. 2, 3, 4, 5. Und unsere Auslage wächst. Das können also durchaus mal, ich hatte auch schon mal 8 oder 9 Karten hier liegen. Die Regel ist ein bisschen weniger. So. Dann waren wir durch mit unserem Zug. Wir müssen wieder einen Progress verteilen. Tja. Das Urban Development brauchen wir nicht. Ich glaube, wir machen die Metropolis noch ein bisschen wertvoller. Und dann ist der Bot dran. Wir würfeln. Eine 2. Und der Bot spielt Glory. Das ist eine besondere Karte in fast allen Völkern. Wenn möglich, wirft 3 Regionen ab. Der Bot hat nur 2 ausgelegt. Das bringt ihm also nichts. Aber es gibt ein Breakthrough für eine Region. So, und der Bot macht jetzt einen Breakthrough für eine Region. Und das Erste, was er tut, ist, er schaut, ob in der Marktauslage eine ist. Da ist eine. Genau, die nimmt er dann auch. Und hier wird nachgelegt. Und damit ist diese Karte ausgespielt. Dann die Karte Nummer 3, die Prosperity. Die hatten wir schon mal. Die oberste Karte vom Bot-Deck wird abgeworfen. Und bekomme ein Material und eine Bevölkerung für jede Region im Spiel. Das sind 2, das heißt, er bekommt tatsächlich wieder mal 2 Material und 2 Bevölkerung. Und ich darf eine Karte ziehen. Die Karte geht in die Auslage. Ich ziehe noch eine Karte nach, vom Nachziehstapel auf meine Hand. Nächste, Unrest, komm zurück. Nächste, Advance. Diese Karte hat das Barbarensymbol. Wenn möglich, 3 Bevölkerung ausgeben, um einmal Tributvolk wieder mit einem Breakthrough zu holen. Das sind die Hittiter. Und wir mischen das wieder drunter. So. Na, was ist los? Wehrt sich. So, die Hittiter hat er gezogen und die Karte geht in die History. Damit ist der Bot wieder fertig. Er spielt noch den Progress-Marker dorthin. Die Karte rutscht auf die 1 und er zieht wieder nach. 1, 2, ups, dann ist er hier auch wieder durch. Kommt die Karten zusammen. Okay, wir sind dran. Sonnenwende, wir haben immer noch nichts liegen, was uns zur Sonnenwende was bringt. Was haben wir auf der Hand? Wir haben noch eine Region, eine Unrest, die Advance-Karte, Prosperity, Conquer. Die Uxia. Das sind doch ganz, bestimmt ganz lustige Sachen möglich jetzt. Wir haben 5 Material. Wir könnten uns den Ackerbau zum Beispiel holen. Das wäre vielleicht ganz spannend. Wir machen mal mit dem Advanced.
einen Breakthrough. Ich habe jetzt keine Lust auf die Unrest-Karte. Ich kann mir es leisten, 1, 2, 3, 4, 5 Material auszugeben, um einen Breakthrough auf die Agrikulturkarte, auf die Ackerbaukarte zu machen. Hier wird natürlich eine nachgezogen. Okay, haben wir gemacht, kommt weg. Das war aber die erste Aktion. Die zweite Aktion ist, dass ich hier diese Agrikulturkarte ausspiele in meiner Auslage. Die Stelle hier ist tatsächlich etwas blendgefährdet wegen der Scheinwerferposition. Das kann ich jetzt aber leider nicht mehr wirklich ändern. Da muss ich mal schauen, wie ich das später mal beim nächsten Video umstellen kann. Okay, jetzt habe ich die Ackerbaukarte gespielt in der Auslage. Und wenn ich die jetzt erschöpfe, wir sind also jetzt noch vor der dritten Aktion, nach der zweiten, ich erschöpfe jetzt die Agrikulturkarte. Jetzt kann ich ein Getreidesymbol wie drei Wassersymbole für den Rest des Zuges behandeln. Und ihr seht, auf dem Haliakon, auf der Haliakon-Karte habe ich hier ein Getreidesymbol und ein Wassersymbol. Ich kann ja das eine Getreidesymbol wie drei Wassersymbole behandeln. Will sagen, Moment, bevor ich das tue, bevor ich das auch explizit mache, spiele ich noch meine dritte Aktion. Ich mache das mal so. Ich spiele als dritte Aktion eine Region, Pelagonien. Da bekomme ich eine Bevölkerung. Ich dürfte noch eine Karte unterschieben, das möchte ich aber nicht. Und jetzt behandle ich tatsächlich an den Häfen meine Getreidesymbole sowie drei Wassersymbole. Ich habe jetzt zwei Getreidesymbole und ein Wassersymbol. Die zwei Getreidesymbole geben mir also jetzt schon sechs Wassersymbole. Und noch eins hier dazu sind sieben Wassersymbole. Jetzt kann ich bei den Häfen einen Exhaust ausgeben, erschöpfe die Häfen und bekomme ein Material für jedes Wassersymbol. Das sind in der Summe sieben, also bekomme ich sieben Material. Das sind fünf, sieben Material. Sehr gut. Und wir schauen mal hier oben. Bei meinen Siegpunkten habe ich bereits auch schon mehr als fünf. Das machen wir mal etwas übersichtlicher. So. Und ihr seht, dafür braucht man diese ganzen Erschöpfungsmarker. Denn die Karten jetzt quer drehen, wie es in vielen anderen Kartenspielen der Fall ist, in vielen anderen Deckbildern oder Trading Card Games und so weiter, das funktioniert hier nicht wirklich gut. Mit den Erschöpfungsmarkern geht das schon. Okay. Und was sagt dieses Exhaust hier noch? You may pay three material to draw a card of your choice from your discard pile. Möchte ich die Karte wieder zurückhaben? Nee, möchte ich nicht. Das waren jetzt auch meine drei Aktionen. Was bleibt über? Die Prosperity-Karte möchte ich auf der Hand behalten, die Uxia vielleicht auch. Den Rest geben wir weg. Dann ziehe ich auf 5 auf. 1, 2, 3, 4. Die kommen alle zurück. Und die Karte. Ihr seht, jetzt kommt meine letzte Nationenkarte dazu. Das ist in diesem Falle meine Glory-Karte erst. Mit der komme ich oben an diese Ruhmeskarten ran, die mir viele Punkte und teilweise mächtige Fähigkeiten geben. Und hier seht ihr dann auch schon den Alexander. Ich bin also noch nicht sehr weit oder nicht mehr sehr weit weg von einem Aufstieg ins Empire. Okay, 1, 2, 3, 4 und ich muss noch eine Karte nachziehen. 5. Okay. Jetzt muss ich noch einen Progress-Marker verteilen. Und da werde ich vielleicht, tja, gute Frage. Das Urban Development, das bringt mir nicht viel. Ich glaube, ich lasse mal die City hier. Okay, dann ist der Bot dran. Eine 5. Eine 5. Der Bot spielt die Exports. So, der Bot kann jederzeit diese Karten spielen, auch wenn er selber keinen Empire-Status hat. Wir schauen aber mal, welches Symbol zuschlägt. Das ist eine Civilized-Karte.
Finden wir nicht. Also es ist nicht Unrest, es ist keine Fame-Karte. Es ist nicht die Glory-Karte, es ist keine Tributkarte, hat keine Barbarenflagge, ist keine Region, hat kein Permanent-Symbol, um in die Auslage zu gehen, ist nicht die Prosperity-Karte. Dann ist es tatsächlich eine Other-Karte, eine andere. Und was steht hier? If able, acquire tributary. Nein, ein Acquire geht nicht damit. Wir haben hier keine Tributvölkerkarte ausliegen. Andernfalls, if able, acquire uncivilized. Jawohl, das kann er tun. Und dann schaut er. Es gibt Gambling mit dem Wert von insgesamt 2 und es gibt City mit dem Wert von 2. Gleichwertig, dann fängt er links an. Das heißt, er nimmt die Gambling-Karte mit einem Acquire mit Unrest. Kommt auf den Nachziehstapel. Und die Karte kommt auf den Abwurfstapel. Dann wird hier nachgezogen. Jetzt gibt es wieder eine Tributkarte. Dann sind wir hier. Dann kommen die Hittiter. Bekommen 2 Material und 2 Bevölkerung. Was haben wir noch? Oberste Karte vom Botdeck abwerfen. Und ab damit in die History. Nochmal das Gleiche. 2 Material, 2 Bevölkerung. Und so langsam sieht man, was der Perserbot tut. Er sucht sich immer die Tributvölker raus. Die holt er sich mit den Barbarenkarten, mit diesem Axtsymbol. Und wenn er die Tributvölker holt oder ausspielt, dann gewinnt er Material und Bevölkerung und packt sie sich in die Geschichte. Okay, und auch hier wird natürlich die oberste Karte abgeworfen. Dann kommt die vierte Karte, das ist die Prosperity. Auch hier, die oberste Karte wird abgeworfen und er gewinnt ein Material und eine Bevölkerung für jede Region im Spiel. Das sind 2. 2 Material, 2 Bevölkerung. Ich wechsel mal kurz hier durch. 2, 4, 6, 8, 10. Komplett durchwechseln, aber ich denke, so einen Fünfer geben wir ihm mal. Und hier sind auch 2, 4, 5. Ein bisschen aufräumen, einen Fünfer geben. Naja, wenn man hier für jede Ressource oder für jede Token-Ressourcenwertart einen Bereich vorsieht, dann brauchen wir richtig Platz. Okay, damit ist der Bot soweit durch. Das Prosperity kommt in die Ablage. Referenzkarte wieder weg. Seht ihr die noch? Ja, hier seht ihr. Das passt. Dann kommt der Fortschrittsmarker dahin. Die Karte rutscht auf die 1. Er zieht nach. Auch er nimmt seine letzte Nationenkarte und auch er ist kurz davor, zum Empire zu werden. Zack, zack, zack. Und wir werden jetzt auch zum Empire. Gucken wir, was wir spielen können. Wir spielen wir exhausten wieder die Agrikultur. Auch hier haben wir jetzt wieder 7 Wassersymbole. Rechnerisch. Dann exhausten wir den Hafen und bekommen eben wieder 7 Material für jedes Wassersymbol eine. Wir bomben uns jetzt hier mit Material zu. Was ganz gut ist, denn die Entwicklungskarten kosten Material und Bevölkerung. Und Material haben wir wenigstens jetzt schon mal halbwegs ausreichende Menge. Da bekommen wir gleich aber auch noch mehr. Das haben wir gemacht. Wir haben noch keine Aktion verbraucht. In der Sonnenwendphase war ja nichts zu machen, genau. Wir können also jetzt ganz normal spielen. Ich habe 3 Karten, die ich spielen möchte. In welcher Reihenfolge ist jetzt die Frage? Naja, ich spiele erst die Uxie. Das wird meine erste Aktion sein.
stehle zwei Material. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und fünf sind dann schon mal 10. Alles klar. Von jedem anderen Spieler. Und du kannst einen Exhaust-Marker auf deine State-Karte zurücklegen. Das ist dann dieser hier. Die Karte kommt weg. Und jetzt spielen wir die Prosperity-Karte. Und jetzt kann ich mich entscheiden. Entweder, also hier steht erstmal All Players May Draw a Card. Bei dem Bot, der macht das immer. Das bedeutet bei ihm eine Karte aus dem Nachziehstapel auf den Discard legen. Er wirft also eine ab, ist damit also ein schneller, er gewinnt etwas. Wir gewinnen auch etwas, wir können eine Karte ziehen, das machen wir. Unrest, okay. Das war unsere zweite Aktion hier, nicht vergessen. Jetzt kann ich wählen, entweder ein Material für jedes Wassersymbol, nee, für jedes Handelssymbol. Da haben wir keines hier, das wollen wir nicht. Aber eine Bevölkerung für jede Region. Wir haben hier drei Regionen auslegen. Ich gewinne also jetzt drei Bevölkerungen, denn auch wir brauchen Bevölkerung. Das war unsere zweite Aktion. Und die dritte Aktion wird jetzt der Alex, die Advance-Aktion sein. Oder wir könnten tatsächlich, Moment, wir haben jetzt auch drei Bevölkerung. Was machen denn die Ägypter, die hier liegen? Ah, die entwickeln uns einfach eine weiter. Und geben uns nachher noch Punkte ordentlich. Das ist nicht schlecht. Ein Punkt pro Civilized-Karte. Da haben wir auch schon wieder welche. Ich glaube, die holen wir uns. Das heißt, ich spiele jetzt tatsächlich die Eroberung als dritte Karte. Bezahle drei Bevölkerung, um einen Breakthrough auf eine Tributkarte zu machen. Das ist dieser hier. Den nehme ich auf die Hand. Dann muss ich die Unrest-Karte nicht mitnehmen. Ich habe jetzt hier eine Regionenkarte nachgezogen. Dann kommt die Unrest-Karte zurück. Und damit habe ich meine drei Aktionen verbraucht. Ich könnte jetzt nochmal, ich bin ja noch nicht ganz durch, ich habe ja noch Exhaust-Marker übrig, nochmal den Hafen exhausten, um wieder sieben Material zu gewinnen. Den konnte ich ja zurücklegen. Nochmal sieben. Dann sind das hier nochmal 10. Also Material habe ich jetzt wirklich genug. Alles zurück. Dann will ich die Ägypter auf der Hand behalten, alles andere schmeiße ich ab, ziehe auf 5 Karten nach, 1, 2, 3. Jetzt kommt der Alexander in meine Ablage zum Nachziehen, nachher zum Mischen. Und damit bin ich jetzt zum Empire geworden. Haben wir das geschafft, bevor es der Bot geschafft hat, aber der wird es jetzt auch bald tun. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Damit müssen wir jetzt als nächstes wieder den Progress Marker spielen. Was wollen wir? Zwei, drei, vier, fünf, fünf. Machen wir das hier, das Urban Development. Und dann ist der Bot wieder dran. Er spielt eine 6. Die 6 heißt, dass alle 5 Karten jetzt auch ausgespielt werden. Es kommt auch kein Progress Marker auf der Position des Würfels dazu. Der Bot spielt die Glory-Karte. Auch hier kann er immer noch keine 3 Regionen abwerfen, um die oberste Fame-Karte zu bekommen. Aber er macht einen Breakthrough auf eine Region. Es gibt 2 Regionen in der Auslage, aber die hier hat noch einen Progress-Token, deswegen ist die wertvoller für ihn. Die nimmt er. Hat er gemacht. Und die Karte kommt in die Ablage. Fertig. Dann kommt jetzt eine Region, die wird er ausspielen, bekommt eine Bevölkerung. Und es kommt eine Karte ins Exil. Das ist die linkestmögliche ohne irgendwelche Tokens drauf.
Dann kommt eine Uncivilized-Karte. Was hat sie noch für Symbole? Kein Unrest, kein Fame, kein Glory, kein Tribut, keine Barbarenfahne, keine Region, keine permanente Auslage, nicht die Prosperity. Wenn möglich, acquire ein Tribut. Nein, ist nicht möglich. Otherwise, if able, acquire civilized, uncivilized. Jawohl, das kann er. Die nimmt er. Kommt dahin. Wird sofort nachgezogen. Und die Karte wird in die Erblage. Dann kommt die Exportskarte. Das ist aber auch keines der zutreffenden Symbole hier. Nein, tatsächlich nicht. If able, acquire tribute ist immer noch nicht möglich. Otherwise, if able, acquire uncivilized. Das kann er tun. Auch die holt er sich. Und es kommt eine neue rauf. Und die kommt in die Ablage. Und die letzte Karte ist ein Unrest. Die kommt weg. Damit ist der Bot wieder durch. Jetzt hat er sich so viele Karten geholt, dass er tatsächlich immer noch nicht zum Empire wird. Am Anfang war sein Nachziehstapel etwas dünn, dann hätte das geklappt, aber er hat halt drei Karten erworben, die er jetzt nachzieht. Ein Progress kommt jetzt nicht auf den Markt, wie auch Unrest gibt keinen Fortschritt. Passt schon. So, Sonnenwende. Haben wir nichts? Dann sind wir dran. Wir haben jetzt die Ägypter, wir haben die Glory-Karte, jetzt wird es ein Spiel. So, die Ägypter, die sagen, wenn du Empire bist, dann develop. Und jetzt nehmen wir keine Rücksicht auf den Exhaust-Marker, der hier noch liegt. Wir machen einfach, wir schauen uns an, was hier für Karten zur Verfügung sind, was wir an Möglichkeiten haben, sie zu bezahlen und können uns kostenfrei entwickeln. Wir hätten zum Beispiel Alexandria, das wir bezahlen können mit 4 Material und 1 Bevölkerung. Wir hätten Development, was wir bezahlen können. Wir haben die Mosaiks, die wir bezahlen können. Die anderen Karten können wir nicht bezahlen, die legen wir mal zur Seite. Das müssen wir noch als Aktion markieren natürlich. So, was haben wir denn hier? Erschöpfen. Zahle ein Material, um eine Karte vom Ablagestapel wieder auf die Hand zu nehmen. Okay. Development, wähle, entwickle oder zahle 2 Material, um eine Civilized oder Uncivilized Karte zu kaufen. Das klingt doch spannend. Was haben wir hier? Alexandria, Sonnenwende, wähle, gewinne eine Bevölkerung oder ein Material oder ziehe eine Karte. Die kaufen wir. Kostet 4 Material. Mal wechseln. Und eine Bevölkerung. Kaufen wir auf die Hand. Die anderen Karten kommen wieder zurück. Und die Karte kommt in die History. So. Wollen wir Alexandria direkt ausspielen? Was ich auf jeden Fall mache, ich spiele als zweites erstmal die Glory-Karte. Denn auch hier 3 Regionen, wie beim Bot auch. Und wir funktionieren jetzt als erstes. 3 Regionen inklusive darunterliegender garnisonierter Karten werden abgeworfen aus der Auslage. Wollen wir das? Ha, nein. Das haben wir was verpennt. Wir machen erstmal wieder unseren Standard-Move hier. Ein Exhaust auf die Agrikultur. Haben wieder 7 Wassersymbole, die zählen. Machen wieder ein Exhaust auf den Hafen und gewinnen wieder 7 Material. Da ist Bevölkerung dazwischen gekommen. So. Jetzt kommen die 3 Regionen weg aus der Glory-Karte. Und jetzt kann ich die oberste Fame-Karte ziehen, beziehungsweise ich darf sogar die obersten 2 ziehen, darf sie mir anschauen. Und darf mir eine davon behalten. Und die andere kommt zurück. Und ja, beides sind starke Karten. Ich kann einmal meine Handgröße erhöhen um 1 und kriege mir dafür 7 Punkte.
Das ist schon viel. Ich glaube, das ist auch wertvoller in diesem Zustand. Andererseits hier, die Notorious-Karte sagt mir, dass ich mir einen Siegpunkt klauen kann vom Gegner, wenn ich sie ausspiele. Das kann ich kostenfrei tun. Und jeder, der nicht bezahlen kann mit Siegpunkten, der nimmt eine Unrest-Karte und dann bekomme ich für jede Unrest-Karte ganz am Schluss, die der Gegner noch auf der Hand hat, auch noch einen Punkt. Das heißt, ich müsste diese Karte viermal spielen, damit sie wertvoller wird als diese Karte. Mindestens viermal. Eher mehr. Das wird schwierig. Sind wir noch so oft dran? Ja, das wird noch eine Weile dauern. Dann werden wir... Tja, schwierige Wahl. Schwierige Wahl. Eine größere Hand. Ach, wisst ihr was? Wir machen das. Wir nehmen die mit der größeren Hand, die Karte. Ist das richtig? Ja, wir versuchen das einfach mal. Die legen wir zurück. Wir wissen also jetzt, was der Gegner kriegen würde. Schauen wir mal, was passiert. So. Das waren jetzt schon zwei Aktionen. Die Ägypter liegen ja hier, genau. Als drittes muss ich eigentlich schon die Erweiterung auf 7 Karten spielen. Das wird die dritte Aktion werden. Ihr seht das jetzt gerade noch so in der Ecke. Okay. Heißt jetzt nur, kann jetzt auf 6 Karten aufziehen. Gut, die beiden Karten, die Uxia und Alexandria, möchte ich behalten. Und die beiden Karten kommen in die Ablage. Und ich ziehe jetzt auf alle Marker wieder zurück. Und ich ziehe jetzt auf 6 Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dann muss ich wieder einen Fortschrittsmarker verteilen. Ich hoffe, ich habe das nirgendwo vergessen. Ich werde mal diese Region hier blockieren und etwas wertvoller machen im Vergleich zu dieser hier. Ich möchte eigentlich diese Region jetzt erwerben demnächst. Dann gibt es nämlich Bevölkerung. Und ich brauche noch ein bisschen Bevölkerung, um die Entwicklungskarten zu bezahlen. Eine 5 würfelt der Bot. Unrest kommt zurück. Dann spielt er die City. Und was sagt uns das? Wenn möglich, acquire region. Put this card into history. Also, die Karte kommt in die History und er holt sich die wertvollere Region. Und es wird eine Region nachgelegt. Eine Unrest-Karte. Jetzt kommt wieder eine City. Ja, mein Plan hat nicht funktioniert, denn er holt sich jetzt wieder eine Region und die Karte kommt in die History und beide Regionen sind gleich wertvoll oder wertlos. Dann holt er sich die linke, die kommt jetzt auch dahin. Die kommt in die History. Hier wird nachgezogen. Und damit ist der Bot wieder durch mit seiner Runde. Er legt hier einen Progressmarker drauf. Die Karte rutscht rüber. 1, 2, 3, 4. So, der Bot hat immer noch nicht den Status Empire erreicht. Dann ist die Sonnenwende dran. Da haben wir derzeit nichts. Dann sind wir dran. Wir spielen jetzt Alexandria in Ägypten. Dann haben wir wenigstens eine Sonnenwendfähigkeit. Nämlich wir können auswählen, ob wir eine Bevölkerung oder ein Material gewinnen oder eine Karte nachziehen. Dann spielen wir also mit Material sind wir ja reichlich gesegnet. Bevölkerung haben wir nicht. Notfalls können wir tatsächlich Fortschrittsmarker, die wir haben, ausgeben als
Bevölkerung. Und zwar jeder Fortschrittsmarker ist entweder ein Bevölkerung oder zwei Progress. Das steht irgendwo. Ich gucke nochmal nach. Das steht in den normalen Regeln. Weiter hinten. Pay. Ja. Also steht alles drin. Die Regeln sind übrigens ja, zum Lernen des Spiels nicht wirklich gut geeignet. Natürlich werden alle Details erklärt, aber um den Ablauf zu lernen, sollte man sich durchaus mal ein, zwei Let's Plays angeschaut haben. Zum Nachschlagen sind die Regeln aber hervorragend geeignet. Da steht eigentlich alles drin. Man hat auch hinten dran nochmal ein alphabetisch sortiertes Lexikon mit den wesentlichen Begriffen. Also das ist nicht schlecht gemacht. Den Spielablauf lernen, ja, das ist etwas schwieriger. Da muss man sich ein bisschen durchfuchsen. So, aber ich wollte ja jetzt noch mal was spielen. Was haben wir denn hier? Wir spielen den Alexander als zweites. Ich kann eine Karte ziehen, dann ziehe ich diese hier. Na gut, das ist ein Unrest. Die müssen auch mal irgendwann wieder loswerden. Dann, ich darf einen Breakthrough machen für eine Region oder ein Tributvolk. Und ich mache Letzteres. Ich schaue hier mal rein. Und bekomme diese Karte, die Ionia, auf die Hand. Die sind wieder so sehr spannend. Die geben mir ein Free Play, die darf ich also kostenfrei ausspielen jetzt. Lege bis zu zwei Unrest-Karten aus deiner Hand oder dem Ablagestapel zurück. Dann sind das genau diese zwei hier, die habe ich gerade auf der Hand gehabt. Und jetzt kommt diese Karte, das kann man noch einmal tun, in die History. Gut. Damit kommt der Alexander aber auch in die History. Das geht nur einmal. Und jetzt sind wir mit tja. Ich kann jetzt auch eine Region wieder ausspielen. Warum nicht? Denn ich habe ja die Phalanx. Ich gebe tatsächlich, Material habe ich eigentlich genug, die Uxia brauche ich im Moment nicht. Ich gebe tatsächlich einen Exhaust hier aus und ich muss dafür eine normale Aktion ausgeben, um aus eine Region aus meiner Ablage auszuspielen. Und da werde ich Pelagonien ausspielen. Pelagonien. Und da kann ich eine Karte unterschieben, das mache ich mit der Conquer-Karte, die kann ich nicht mehr spielen, ich bin ja jetzt Empire, die darf ich nicht mehr ausspielen. Okay, dann bekomme ich eine Bevölkerung und ich bekomme, weil ich das ja gemacht habe, hier meine passive Fähigkeit der Mazedonier, wenn ich das tue, aus dem Discard eine Region ausspielen, dann bekomme ich zwei Material. Okay. Dann sind wir durch. Die Prosperity behalte ich auf der Hand, die Uxia gebe ich zurück. Alle Marker kommen zurück, alle Exhaust-Marker kommen zurück. Und wir bekommen jetzt wieder die Möglichkeit, weil wir ja keine Nachziehstapel mehr haben, einmal Develop zu machen. Da müssen wir jetzt mal durchschauen, was haben wir denn für wertvolle Karten, die uns viele Punkte geben. Die kosten dann aber schon 2 und 3 Bevölkerung. Die Begleitkavallerie mit 3 Punkten. Die kostet 3 Bevölkerung. Die habe ich derzeit noch nicht. Ich könnte aber Siegpunkt dafür hergeben, vielleicht. Vielleicht mache ich das aber auch mit. Oh, Alexander der Große, da kann ich 2 Regionen auf einen Schlag erwerben, inklusive von Exil etwas eine Region zu erwerben, das geht auch, da ist nur eine da. Und was haben wir noch? Noch eine
City. Die bringt nicht ganz so viele Punkte. Ich grüble gerade ein bisschen. Ich kenne diese Karten auch noch nicht wirklich gut. Ah, zwei Regionen. Ich glaube, ich werde mal hier Alexander den Großen erwerben. In dem Development 1, 2, 3, 4 Material kostet er und zwei Bevölkerung. Das heißt, ich gebe eine Bevölkerung und einen Progress aus. Dann sind das zwei Bevölkerung. Dann kommt er mit auf die Ablage. Hier kommt ein Exhaust-Marker drauf. Das wird erschöpft. Die Ablage wird gemischt. Die Prosperity habe ich ja behalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, dann muss ich einen Progress-Marker ausgeben für die Karte da oben und dann ist der Bot dran. Die Hügel, die spielt er aus, gewinnt eine Bevölkerung. Und eine Karte geht ins Exil, das ist diese hier. Dann spielt er auch die aus, gewinnt eine Bevölkerung und eine Karte geht ins Exil. Das haben wir uns gemerkt. Dann spielt er diese Karte, nochmal eine Karte ins Exil. Und er gewinnt eine Bevölkerung. Und er spielt die Prosperity. Ein Material und eine Bevölkerung für jede Region im Spiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Material und 6 Bevölkerung. Wir geben 1, 2, 3, 4 Bevölkerung und dann 10 und 5 Bevölkerung, 5 Material. Und dann bekommt er 11 zurück. Und you may draw a card, das heißt, ich darf noch eine Karte ziehen. Dann kommt hier ein Progress Marker drauf. Und jetzt muss der Bot nachziehen. Dann holt er seine Aufstiegskarte in den Nachziehstapel. Und damit wechselt er auch vom Barbarian zum Empire. Und damit wechseln wir auch, ganz wichtig, nicht verpassen, die Referenzkarte auf Empire. Und haben jetzt durchaus vollkommen andere Aktionen für den Bot. So. Dann haben wir jetzt Sonnenwende und wir haben jetzt auch eine Stadt auslegen, Alexandria in Ägypten. Und das gibt uns, wähle, gewinne eine Bevölkerung oder ein Material oder ziehe eine Karte. Ich möchte eine Bevölkerung. So, und jetzt sind wir dran. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben haben wir sogar. Wahnsinn. Ich habe hier Alexander den Großen. Den habe ich ja eben mir im Development-Schritt gekauft. Kann nicht gespielt werden, bis Alexander in der History ist. Und ja, Alexander ist in der History, da ist er. Und der entwickelt sich jetzt sozusagen weiter zum Alexander den Großen. Und das ist ein Free Play. Das heißt, ich gebe dafür noch nicht mal eine Aktion aus. You may acquire a region twice, including from exiled cards. Wir schauen erstmal, was hier so liegt an Regionen. Da liegen die Marschen, da könnten wir zwei Material gewinnen und eine Karte ins Exil schicken. Ja. Und da liegt die Oase. Die kaufen wir mal als erstes. Dann wird hier nachgezogen. Eine Region wird nachgezogen. Mein Fehler. So. Und die hier ist für mich aktuell wertvoller. Da ist nämlich eine Bevölkerungsgewinn drin. Jetzt seht ihr da oben, der Regionen-Nachziehstapel ist leer geworden. Wenn jetzt diese Region erworben wird von irgendjemandem, dann wird aus dem Hauptdeck nachgezogen. Und erst wenn das leer ist, wird das Spielende eingeleitet. Oder wenn die Fame-Karten leer sind, oder wenn der Unrest-Stapel leer ist, oder wenn einer von uns beiden sein Development vollständig hat.
Also es gibt diverse Spielendebedingungen, die entsprechend funktionieren. So, aber wir sind hier mit dem zwei Regionen erwerben durch und müssen diese Karte in die History packen. Machen wir. Und dann spielen wir auch Regionen aus, denke ich. Was haben wir denn noch? Wir haben hier den Dschungel, den spielen wir aus als erste Aktion. Bekommen eine Bevölkerung, müssen eine Karte ins Exil schicken. Und nehmen und schicken ins Exil den Wald. Und damit wird auch jetzt hier eine andere Karte als eine Region ausgespielt. In diesem Falle die Söldner. Okay. Dann zweite Aktion. Was haben wir denn noch? Die Glory-Karte haben wir noch hier. Die können wir uns aber auch erst erlauben, wenn wir drei Regionen haben. Aber ich habe hier noch zwei Aktionen. Das heißt, tatsächlich kann ich jetzt das Haliakmon Valley spielen als zweite Aktion. Bekomme noch eine Bevölkerung. Könnte eine Karte unterschieben, brauche ich aber, glaube ich, nicht, denn das schauen wir nochmal durch. Machen wir erst wieder unseren Material-Superschritt, indem wir das hier exhausten, die Agrikultur, haben wieder 7 Wassersymbole liegen und im Hafen machen wir einen Exhaust, gewinnen wieder 7 Material mit 3 dazu. Sind das dann wieder 10. Und nachdem wir das alles Lustiges gemacht haben, können wir jetzt wieder Glory spielen, können 3 Regionen abwerfen, uns die obersten beiden Fame-Karten anschauen. Eine kennen wir schon, Notorious ist eine Angriffskarte. Und hier haben wir Triumphant, das ist eine reine Punktekarte mit 11 Punkten, ist eine Menge wert und ich glaube, die nehmen wir uns auch. Die verstopft uns das Deck. Wir müssen mal schauen, dass wir sie möglichst gut wegparken können. Das war jetzt aber auch unsere dritte Aktion, die Glory-Karte. Und damit sind wir durch. Wir schauen mal, was wir abwerfen können. Und wisst ihr was? Ich habe hier noch die Moneylenders, das ist ein Freeplay, die kann ich also jetzt noch ausspielen. Bezahle 3 Material. Ein bisschen zurückwechseln. Und eine Aktion gewinne ich damit. Das heißt, ich bekomme einen neuen Aktionsmarker, den ich jetzt noch ausgeben kann. Und den gebe ich auch aus. Nämlich für das Ausspielen der Region Oasen. Und da packe ich die Triumphant-Karte mit drunter. Und muss aber noch eine Karte ins Exil schicken. Das mache ich hier mit den Söldnern. Okay. Jetzt habe ich wieder alle Aktionen verbraucht. Und dann packe ich alles wieder in den Ablagerstapel. Alle Marker kommen zurück. Beziehungsweise von den Aktionen kommen nur 3 wieder auf meine Karte zurück. Der 4. kommt wieder raus. Habe ich ja einmalig bezahlt. Und ich ziehe wieder auf 6 Karten. 1, 2, 3. Und jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, ein Development zu machen. Und jetzt hole ich mir die Companion Cavalry. Die kostet mich nur 3 Bevölkerung. Und mal gucken, dass ich die möglichst schnell ziehe. Habe ich 4, 5, 6. Gut. Schauen, ob ich sie habe. Nee, leider nicht, aber ich habe andere schöne Karten. Gucken wir mal. Dann verteilen wir wieder einen Progress-Token. Der kommt
auf den Shadoof, auf den Brunnen hier. Und der Bot ist wieder dran. Wieder eine 6. Alle 5 Karten werden gespielt. Also eine Region. Schickt eine Karte ins Exil und spielt diese Region aus. Dann noch eine Region. Wieder eine Karte ins Exil. Das geht nur noch hier. Und die Region wird ausgespielt. Das sind jetzt leicht veränderte Aktionen gegenüber der Barbarenkarte. Da hat er nämlich Bevölkerung gewonnen, die hat er jetzt nicht mehr. Okay. Die Karte ins Exil. Es kommt wieder eine Region, da ist natürlich das Unrest überflüssig. Das Handling ist natürlich ein bisschen Arbeit, nicht jedem gefällt das. Das muss man wollen, wenn man das Spiel spielt. Ja, das ist eine Gambling, ist das eine Uncivilized-Karte? Müssen wir mal schauen, ob wir die haben. Unrest, Fame, Glory, Barbar, Tribut, Angriff, Region, Permanent, Empire, Other. If able, acquire region, otherwise gain one. Also er holt sich die Region. Noch eine Region. Die kommt auf die Ablage. Prosperity ist jetzt auch für ihn nicht mehr eine separate Karte, wie eben auf der Barbarenseite. Und hat keine weiteren Icons, deswegen ist das auch ein Other. Auch hier Acquire a Region. Fertig. Jetzt kommt hier wieder eine Uncivilized-Karte. Jetzt kommt eine Angriffskarte mit dem Schwertsymbol. Und das ist auch das erste Symbol, was zutrifft. Breakthrough for Tributy. 1, 2, also hier müssen wir mal gucken, nach blauer, da ist noch eine, die holt er sich. So, was geht da weiter? Ich bekomme 2 Material, aha. Und ich nehme eine Unrest-Karte. Okay, das ist nicht so hübsch. Haben wir uns auch anders vorgestellt. Aber das spielt halt aus. So, dann ist der Bot tatsächlich durch. Es kommt kein neuer Progress-Token auf den Markt. Und er zieht nach. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Sonnenwende. Ich hole mir wieder eine Bevölkerung über die Stadt hier unten. Also, ich muss wieder, ich muss mal schauen, ich spiele die Coinage, den Münzpräger, die packe ich auch mal hier so ein bisschen hin. Es wird jetzt etwas voll, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten, es werden noch mehr. Auf jeden Fall kann ich die exhausten und damit kann ich noch eine Karte ziehen. Okay, das hilft mir nicht. Dann dann spiele ich, parke direkt darunter das Conquer, das darf ich ja sowieso nicht spielen derzeit. Pelagonien als zweite Aktion. Dann bekomme ich wieder eine Bevölkerung. Ich kann mir noch mal eine Aktion kaufen. Vielleicht mache ich das auch. Ich zahle 3 Material, um mir noch eine Aktion zu kaufen. Das ist Free Play. Dann spielen wir noch eine Region, nämlich Orestis.
weiß hier unten was mit dem Blenden, das ist nicht so schön. Da muss ich die Scheinwerfer fürs nächste Video umstellen. Ich versuche das mal gerade. So. Na, vielleicht so besser. Okay. So, darf ich sie nicht halten? Okay, passt. Dann. Dann spiele ich. Jetzt habe ich noch zwei Aktionen. Jetzt spiele ich Prosperity. Alle Spieler können eine Karte ziehen. Ich ziehe, er zieht, er kann nichts abwerfen. Ihm wird es jetzt nicht besser. Ich kann jetzt auswählen. Ein Material für jedes Handelssymbol in meinem. Das ist dieses hier. Zwei Material würde ich damit gewinnen. Oder eine Bevölkerung für jede Region. Ich habe jetzt 1, 2, 3 Regionen. Dann hätte ich gerne die 3 Bevölkerungen. Und jetzt habe ich noch eine Aktion. Stehle zwei Material von deinem Gegner. Machen wir. Und ich kann eine Exhaust-Karte zurückpacken. Dann kann ich jetzt noch ein bisschen Special Moves machen. Das heißt, ich werde nochmal das Coinage exhausten und noch eine Karte ziehen. Das war meine vierte Aktion, genau. Haha, ich habe jetzt die Glory-Karte gezogen. Die muss ich also für den nächsten Zug auf der Hand behalten. Dann kann ich wieder die Agrikultur exhausten. Ein Getreide sind 3 Wasser. Das sind immer hier 3 Wasser, wären dann 4 Wasser. Dann kann ich den Hafen exhausten. Und bekomme dann insgesamt 4 Material. Dann gebe ich 1 zurück und hole mir 5. Okay. Das sollte es hier gewesen sein. Jawohl. Und jetzt habe ich 3 Karten übrig. Davon gebe ich 2 ab. Die Glory-Karte möchte ich gleich spielen. Ich habe ja wieder 3 Regionen liegen, die ich abwerfen kann. Passt. Dann kommt alles zurück. 3 davon wieder auf meiner State-Card. 1, 2, 3, 4, 5 und auf 6 muss ich aufziehen, weil ich ja ein mehr habe hier unten. Das heißt, ich kann nochmal Development machen. Wir kommen dem Spielende näher. Was nehmen wir denn? Wir brauchen Punkte, Punkte, Punkte. Aber wir können diese Development-Karte hier nehmen, denke ich. Kostet uns 4 Material und eine Bevölkerung. Die kommt mir da wieder hin. Und wir ziehen wieder nach. Eine Karte brauchte ich noch. Okay. Dann müssen wir wieder einen Progress verteilen. Schwierige Sache das. Packen wir jetzt die Diplomatie und der Bot ist wieder dran. Eine 5. So, die Minoa spielt er. Wir gucken wieder auf die Referenzkarte. Das erste, was wir haben, ist die Barbarenflagge. Put this card into history. Zack. Dann hat er eine Region. Ausspielen und eine Karte ins Exil. Dann noch eine Region ausspielen, eine Karte ins Exil. Dann hat er die Glory-Karte. Jetzt hat er natürlich sehr viele Regionen ausgespielt. 1, 2, 3, die obersten werden abgeworfen. Und damit kann er einfach nur die oberste Fame-Karte erwirbt er. Und damit ist er durch. Das waren seine Züge. Er holt wieder einen Progress-Token auf den Markt. Und er zieht nach. Und jetzt zieht er seine erste
Development-Karte, aber er bezahlt die nicht, sondern er kriegt sie kostenfrei. Und die sind die wertvollste oben. Als erstes hat er jetzt bekommen. Die sind vorsortiert. So. Da sind wieder ein paar Regionen mit dabei, die er jetzt ausgespielt hatte. Und damit ist der Bot wieder fertig. Wir haben wieder Sonnenwende. Ich habe Alexandria hier. Da darf ich mir wieder eine Bevölkerung nehmen. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Ich habe die Glory-Karte. Die möchte ich gleich spielen. Dann habe ich hier noch eine Region. Das Advanced darf ich nicht spielen. Ich denke, ich spiele, ja, ich habe drei schöne Aktionen, denke ich. Mal gucken, ob sich das auch so ergibt. Ich spiele erst als erste Aktion das Haliakmon Valley. Da bekomme ich wieder eine Bevölkerung, garnisoniere die Advance-Karte, die ich ja nicht mehr spielen darf. Weg damit. Dann mache ich meinen Super-Material-Gewinnungs-Move. Erstmal hier Coinage, Exhaust, Draw a Card. Ich ziehe noch eine Karte nach. Agrikultur, kann ich jetzt jedes Getreide wie drei Wasser. 3, 6, 7, 8 Wassersymbole habe ich jetzt. Da hole ich mir also vom Hafen 8 Material. Packe wieder 2 zurück, kriege 10. Eine ganze Menge Material besorgt. Dann habe ich die Uxia gezogen. Da könnte ich mir nochmal 8 Material mit organisieren, wenn ich sie spiele. Und noch 2 vom Bot klauen. Auch nicht übel. Aber ich habe natürlich auch noch die Fame-Karte und ich habe vor allen Dingen die Companion Cavalry. Und was sagt mir die Companion Cavalry? Das ist eine passive Fähigkeit. Meine Conquer-Karten verlieren das Barbaren-Icon. Das heißt, ich kann sie auch im Empire-Status spielen. Die spiele ich jetzt auf jeden Fall aus. Die Companion Cavalry. Die hat auch eine Exhaust-Fähigkeit. Wenn ich eine Region spiele, kann ich die Karte exhausten, um noch eine Karte nachzuziehen. Okay, hätte ich in der anderen Reihenfolge spielen sollen, habe ich jetzt nicht gemacht. Macht aber nichts. Wir machen jetzt tatsächlich als nächstes wieder Glory. Wir brauchen Punkte. Wir legen 3 Karten zurück. Eine Region, zweite Region, da ist noch eine Conquer-Karte, die kann ich ja jetzt wieder spielen. Und dann nehmen wir das Haliakmon Valley wieder raus, denn die gibt mir noch eine Bevölkerung, das brauche ich dann später auch nochmal. So, und dafür kann ich jetzt wieder 2 Karten aus dem Fame-Deck ziehen, die obersten 2. Habe nochmal... Ich nehme wieder Triumphant. 11 Punkte sind 11 Punkte. Okay, damit sind 3 Aktionen durch. Alles wieder zurück. Von allen Karten. Das wird also mit der Zeit tatsächlich eine aufwendige Geschichte hier mit der Auslage. So. Ich glaube, die Uxia behalte ich mal. Vielleicht mache ich diesen Move mit Materialgewinn dann nochmal später. Und ich ziehe auf 6 Karten. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich kann wieder eine Karte developen. Moment, muss ich hier schauen. Was haben wir denn noch an Karten übrig? Alexandria in Ariana, die werden wir nehmen, kostet mich 2 Bevölkerung und 4 Material. Material soll es nicht scheitern. So, dann kommt die wieder auf die Ablage. Ich habe jetzt tatsächlich nur noch 2 Karten in meinem Development Deck und das heißt, dass wir da nicht mehr so weit weg vom Spielende sind. Hoffe ich jedenfalls. 1, 2, 3, 4.
4, 5 noch eine Karte nachziehen. Denn wir sind ja mit dieser Ruhmeskarte, mit der Fame Card Awe Inspiring, ehrfurchtgebietend, sind wir ja auf 6 Karten. Ihr seht, 8 Karten in der Auslage, jetzt wird es also schon viel. 9 und 10, wenn ich mindestens 3 Regionen haben will. Gut, okay, wir sind aber soweit durch mit unserem Zug. Was hat eigentlich der Bot an Punkten? 2, 4, 5. Dann geben wir ihm noch einen Fünfer. Okay, dann müssen wir wieder eine... Jetzt sind alle Karten tatsächlich blockiert, die keine kann mehr ins Exil. Also, eine City of Persepolis spielt er. Die kommt in die History. Das ist das erste Symbol, das ist das Permanenzsymbol. Die kommt in die History. Dann spielt er wieder Glory. Das heißt, er kann 3 Karten abwerfen und bekommt die oberste Fame-Karte. Dann spielt er, kommt dann weg. Dann spielt er Prosperity, das ist eine Other. If able, acquire a region. Nein, kann er nicht. Das heißt, er bekommt einen Siegpunkt. Das ist otherwise gain one progress. Und er spielt Gambling. Das ist wieder eine Other Card. Jawohl, trifft kein anderes Icon zu. Und damit holt er wieder einen Progress. Jetzt macht auch der Bot langsam Punkte. Hier kommt wieder ein Progress hin. Weglegen und der zieht auf. Okay, wir sind wieder dran. Tja, was haben wir denn Schönes? Also, wir haben Conker und unsere Conker-Karten dürfen wir jetzt wieder spielen, weil wir ja die Companion Cavalry haben. Wir haben hier noch Development und damit können wir tatsächlich uns unabhängig vom aktuellen Stand wieder eine Karte holen. Das würde das Spielende beschleunigen. Was haben wir noch? Die Uxia, Prosperity. Spielen. Ich denke, wir spielen mal Development. Das ist die erste Aktion. Wir gucken, was wir haben. Das kostet einmal 2 Bevölkerung, 2 Material oder 1 Bevölkerung, 4 Material. Wir holen uns das Mosaik. Das kostet 4 Material. 6 zurück. Und eine Bevölkerung, das haben wir. Und damit ist das durch. Dann spielen wir das Mosaik auch als Aktion. Ich lege es mal in die Ecke. Das hat eine Exhaust-Fähigkeit. Ich lese die euch mal vor. Zahle ein Material, um eine Karte von deinem Ablagestapel nachzuziehen. Jetzt wäre es schwierig. Ihr müsst jetzt aufpassen. Missverständliche Formulierung in der Regel, die Karte Development, die könnte ich ja jetzt wieder auf die Hand nehmen und dann nochmal spielen. Es ist kein Endloskreislauf. Ich bin mir aber tatsächlich unsicher, ob ich das so darf oder ob diese Karte Development als ja, gespielt, aber noch nicht in der Ablage gilt. Deswegen mache ich das auch so nicht. Ich spiele die Karte aus, ja, aber ich exhauste sie nicht direkt. Und was ich aber jetzt machen kann, ich habe noch eine Aktion. Hier sind sowieso noch. Ich mache jetzt einen Conker. Das darf ich ja spielen, obwohl es eine Barbarenflagge hat, wegen meiner Companion Cavalry. Mache ich noch irgendwie meinen
Ach nee, ich mache hier erst noch einen Exhaust. Warte, bevor ich das spiele, es könnte ja hier noch eine schöne Karte sein. Ich mache noch einen Exhaust auf Coinage. Ziehe noch eine Karte nach. Gut, die hilft mir nicht. Dann spiele ich doch das Conquer als dritte Aktion. Okay. Und zahle die drei Bevölkerung und mache jetzt wieder einen Breakthrough auf eine Tributkarte. So, wir gucken, ob wir noch was finden. Eins, zwei, drei. Da sind tatsächlich keine mehr. Und das bedeutet, dass ich automatisch zwei Siegpunkte gewinne. Das steht auch in den Regeln. Wenn man also ein Breakthrough macht und man findet nicht mehr die Kartenart, nach der man durchbricht, dann gibt es zwei Siegpunkte stattdessen. Okay, damit sind meine drei Aktionen aber auch durch. Es kommt wieder alles zurück. Möchte ich etwas behalten, was ich gleich spielen möchte? Eigentlich nicht. Alles weg. Sechs Karten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wenn jetzt alles richtig läuft, dann leiten wir bald das Spielende ein. Ich werde noch einmal dran sein. Dann werde ich die letzte Entwicklungskarte machen. Dann wird der Bot noch ein zweites Mal noch dran sein. Und dann werden wir werten können. Wenn alles so passt, wenn ich jetzt hier nicht noch irgendwas... wenn das komplett anders läuft. Ich muss dafür aber noch zwei Bevölkerungen sammeln oder zwei Progressmarker ausgeben. So, ich muss aber jetzt einen Progressmarker platzieren erstmal. Das machen wir hier. Drei. Hier seht ihr die ganzen Marktkarten. Da sind jetzt durchaus wertvolle Progressmarker drauf. Aber es gibt nicht mehr so viele Gelegenheiten, diese Karten auch zu erwerben, wie sie am Anfang war. So. Der Bot spielt eine Angriffskarte. Also er macht einen Breakthrough auf eine Tributkarte. Da wissen wir, das gibt ihm zwei Punkte, weil keine mehr drin sind. Da brauchen wir gar nicht weiter suchen. Ich bekomme zwei Material. Na super. Aber ich muss auch einen Unrest auf die Hand nehmen. Das sind zwei Minuspunkte. Und damit ist die Karte abgehandelt. Dann spielt er Marvelous. Das ist eine weitere ganz normale Halt-Stopp. Alles zurück. Das Unrest kommt zurück. Die zwei Material kommen zurück. Die zwei Punkte kommen zurück. Und ich sage euch auch warum. Denn diese Angriffskarte hier, mein Fehler, das erste Symbol, was zutrifft, ist nicht das Angriffssymbol, das Schwert, sondern die Fame-Karte. Das heißt, gibt drei Bevölkerung aus, um jeweils einen Progress zu gewinnen, so oft wie möglich. Drei Bevölkerung, ein Progress. Er hat 15 und kriegt damit 5 Progress. So macht der Bot seine Punkte. Jawohl. Und dann kommt die Karte in die History. Jetzt hat er nochmal eine Fame-Karte und da passiert das Gleiche, aber er hat jetzt keine Möglichkeit mehr, noch mehr Punkte zu machen. Dann kommt wieder eine Region. Die wird ausgespielt und eine Karte geht ins Exil. Das funktioniert nicht mehr. Und dann kommt eine Empire-Karte. Hat sie noch weitere Symbole oder Beschriftungen, die zutreffen können? Nein. Dann kommt Acquire irgendeine Karte und dann kommt diese Karte in die History. Irgendeine Karte heißt die wertvollste. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 1, 2, 3 und das sind 2, 5. Das heißt die 7 Punkte hier. Die holt er sich. Und dann kommt da eine Karte nach. Dann ist er damit durch. Die kommt in die History. Hier kommt wieder ein Progress drauf. Und damit muss er wieder aufziehen. Zack, 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 zack. Und wir sind dran. Solstice-Phase, Sonnenwende. Ich kann wieder eine Bevölkerung gewinnen. Ich habe jetzt eine Unrest-Karte. Ich mache hier wieder einen Exhaust auf den Münzprägern.
Ah, ich habe hier noch einen Solstice-Effekt ein paar Mal vergessen. Ich gewinne hier noch zwei Material über die Münzpräger. Okay, schade. Da hätte ich ein paar Mal noch Material gewinnen können. Macht aber nichts. Ich habe noch eine Karte gezogen, das ist noch eine Region. Puh. Ich glaube. Ich glaube, das Conquer spielen wir nicht mehr aus. Packen wir mal weg. Alexandria in Ariana ist noch eine Solstice-Karte. Tja. Ich werde mal über die Phalanx gehen. Die Phalanx exhausten, um aus der Ablage heraus das Haliakmon-Tal zu spielen. Das ist meine Aktion. Ich bekomme eine Bevölkerung. Ich kann eine Karte garnisonieren. Tja, welche denn? Ist eigentlich wurscht. Will ich gar nicht, sagen wir es mal. Aber ich gewinne durch die passive Fähigkeit nochmal zwei Material. Warum mache ich das? Es gibt eine Karte in meinem Deck, die mir, das sind, glaube ich, die Moneylenders hatte ich irgendwo, die liegen hier noch drin, die mir pro 10 Materialpunkte geben. Da schaue ich mal, dass ich Material noch sammle. Okay, das war eine Region, die ich noch gespielt habe. Das war eine Aktion. Noch zwei Aktionen Zeit. Dann spiele ich tatsächlich einfach noch zwei Regionen aus. Und zwar nochmal Pelagonien. Wieder aufpassen, dass wir nicht durcheinander kommen. Zweite Aktion. Gewinne eine Bevölkerung. Jetzt machen wir wieder unseren Super Exhaust, um Material zu bekommen. Hier ist Getreidesymbol, drei Wassersymbole. 3, 6, 7, 8 Wassersymbole, macht 8 Material. So. Okay. Und dann spielen wir als dritte Aktion. Ah, Moment. Wir haben ja gerade die Pelagonien gespielt. Da exhauste ich noch die Companion Cavalry. Ich habe auch zwei Aktionen, aber wir machen es mit einer Region, um eine Karte nachzuziehen. Jawohl, sehr gut. Oh, das ist tatsächlich die Glory-Karte. Das heißt, wir können als dritte Aktion nochmal Glory spielen. Hauen wieder drei Regionen in den Ablagestapel. Wir können uns die oberste Fame-Karte nehmen. Es gibt nur noch eine, deswegen dürfen wir hier nicht zwei nehmen. Das ist die Karte Great. Und die gibt mir noch ein Free Play. Okay, das ist perfektes Timing, Leute. Ich gewinne eine Free Play to gain one action. Das mache ich. Und you may put this card into your history. Warum möchte ich das tun? Immer wieder kostenlos eine Aktion bekommen. Weil sie in der History 6 Punkte wert ist, während sie nur 2 Punkte wert ist, wenn sie da nicht ist. Das heißt, die kommt jetzt automatisch, ich spiele sie halt nur einmal. Aber sie bringt mir auch sehr viele Punkte. So, jetzt habe ich noch eine Aktion. Und jetzt spiele ich tatsächlich auch noch Alexandria in Ariana als vierte Aktion. Jo, alles klar. Damit sind wir durch. Alle Karten wieder zurück. Drei Aktionsmarker wieder auf meine State-Karte, alle anderen zurück. Ich möchte auch nichts mehr auf der Hand behalten. Muss jetzt auf 6 Karten aufziehen. Eine liegt noch da. Ich darf wieder developen. Das kostet mich 2 Material und 2 Bevölkerung. Und damit leiten wir das Spielende ein. Was heißt das?
Das bedeutet nichts anderes, als dass jetzt die Runde fertig gespielt wird. Das heißt, der Bot ist nochmal dran. Es kommt noch eine Sonnenwendphase, einmal Solstice. Und dann wird gewertet. Das heißt, dann wird komplett zusammengezählt. Und dafür zeige ich euch noch die Web-Applikation, die ich dafür nutze. Die gibt es kostenfrei. Der Link, den gibt es auch in der BGG, in den Foren irgendwo. Aber den haue ich euch noch mit in die Videobeschreibung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich werde nicht mehr dran sein, aber trotzdem ziehe ich mal 6 Karten. Denn wer weiß, was dann so noch alles passiert. Ich muss noch einen Progress-Marker verteilen aus dem Ressourcenpool. 5, einmal hier auf Diplomacy. Und dann ist der Bot dran. Er wirft eine 4. Jetzt spielt er wieder einen Angriff. Breakthrough für Tribut, das heißt, er kriegt 2 Punkte. Wir wissen, es ist ja kein Tributvolk mehr da. Ich bekomme 2 Material, aber auch ein Unrest. Das war nicht gut für uns. Er wird ein Unrest los. Dann bekommt er eine Permanentkarte, die kommt in die History. Und er bekommt eine Region, die kommt ausgespielt und es geht eine Karte ins Exil. Zack. Und damit ist der Bot auch fertig. Hier kommt noch ein Marker hin. Er hat nichts mehr zum Nachziehen, das heißt, er bekommt die oberste Karte. Das gibt ihm auch nochmal Punkte. Und damit legt er das hier noch aus. Wir machen es mal vollständig, nicht dass irgendwas durcheinander geht. Jetzt kommt die Sonnenwendphase. Wir schauen, was wir haben. Hier haben wir nochmal 2 Material, die wir gewinnen. Dann haben wir... Ich kann eine Karte abwerfen, um eine Bevölkerung oder ein Material zu gewinnen. Und hier kann ich mich auch entscheiden, eine Bevölkerung oder ein Material zu gewinnen. Ich möchte beide Male Material, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und 5 sind 10. Und dann möchte ich 2 Material, gebe ich 3 wieder zurück und bekomme noch einen 5er. So, dann habe ich Material mir ausgewählt. Und damit ist die Sonnenwendphase durch und wir haben Spielende. Spielende müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, was wir in welcher Reihenfolge werten. Für den Bot ist es vergleichsweise einfach. Alle Karten, egal wo sie liegen, ob im Nachziehstapel, in der Hand, in der Spielauslage oder in seiner History, ohne die Power Card am Anfang und ohne die noch nicht entdeckten Development Karten, alle diese Karten plus die Ressourcen werden für ihn gewertet. Für uns ist es ein bisschen anders zu werten, denn diese Karten liegen in der Auslage. Diese Karten, also meine Hand und mein Nachziehstapel, liegen in der, das sind sonstige Karten und diese Karten liegen in der History. Da muss ich ein bisschen trennen bei der Wertung. So, ich habe vorbereitet meine iPad-App, oder nicht meine, sondern die iPad-App zum Scoren von Imperium. Die gibt es halt tatsächlich auch auf Deutsch. Ich mache das aber immer auf Englisch, weil ich auch das englische Spiel habe. Dann passt das besser. Aber sie funktioniert auch fürs deutsche Spiel. Ein einzelnes Spiel kann ich einstellen. Ich kann sagen, welche Boxen unterwegs sind. Ich habe hier nur den Inhalt der Classics-Box. 2 Spieler. Spieler 1 spielt Mazedonien. Spieler 2 spielt die Perser. Das ist der Bot. Im Level Imperator. Ups, Entschuldigung. Da einmal auf. Wir machen ein Classics Only, das ist das Commons Deck, also der Markt ist ausschließlich von Classics. Hier hält er auch eine kleine History meiner gespielten Spiele. Ihr seht, ich habe viel mit den Persern gespielt. Kurze Geschichte dazu. Ich habe mir eine kleine Challenge gesetzt, dass ich mit jedem der 16 Völker aus den beiden Boxen gegen jedes andere der 15 verbleibenden Völker dann spielen möchte und auch so lange dagegen spiele, bis ich gewinne. Mit den Persern
bin ich fast durch. Fast bedeutet, ich habe gegen 14 Völker gewonnen, aber noch nicht gegen die Atlanta. Gegen die Atlanta habe ich, das seht ihr hier, sehr oft verloren, einige Dutzend Male, teilweise sehr deutlich, teilweise etwas knapper, zuletzt 121-97. Ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich euch das wieder zeige, dafür habe ich auch schon ein Let's Play gedreht, bevor ich das wieder zeige, gehen wir mal einen Schritt weiter, dann wäre ich mit den Persern durch, wenn ich gegen die Atlanta gewinne, bin ich noch nicht, aber ich mache schon mal das nächste, dann sind nämlich die Mazedonier dran und wieder als erstes gegen die Perser, weil das eigentlich, sag mal, die einfacheren Kombinationen aus der Classics-Box sind. Okay, aber wir werten jetzt Mazedonien als menschlicher Spieler gegen Persien. Dann drücken wir auf Next. Dann geben wir Ressourcen ein. Ich habe einen Bevölkerungsmarker, den sehe ich hier. Dann habe ich insgesamt 8 Progress-Marker. Das kann ich mit Plus und Minus, aber ich kann auch die Zahlen direkt eingeben. Das mache ich nämlich jetzt beim Material. 10, 20, 30, 40, 45 Material. Dann tippe ich einfach rein, gebe die 45 ein, 45 Material. Das habe ich gewertet. Der Bot hat 12 Material, 2 Bevölkerung und 10, 12, 14, 16 Punkte. Okay, next. Wir haben die A-Seite, die Advanced-Seite, nicht für A und B wie A wie Anfänger und AB wie nächster Schritt, sondern Advanced und Beginner. B ist die Anfängerseite, A ist die Advanced-Seite. Die Advanced-Seite gibt einem etwas schwächere Fähigkeiten, was die passive Dauerfähigkeit angeht, aber meist etwas bessere Punktewerte und Möglichkeiten. Okay, wir haben die A-Seite gespielt. In Play, das ist jetzt etwas, was wir für mich eingeben müssen, welche Karten hier bei mir im Play waren. Und hier kann ich jetzt auf der rechten Seite für mich auswählen. Ich kann entweder Fotos machen, das habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert, wie gut die Erkennung ist, aber ich wähle einfach tatsächlich jetzt mal meine Mazedonier und sage, Alexandria in Ariana habe ich tatsächlich im Play. Dann komme ich mal zur Seite. Dann habe ich die Companion Cavalry, habe ich im Play, jawohl. Dann habe ich Alexandria in Egypt im Play. Habe ich. Aliakmon Valley ist nicht in Play. Die Phalanx habe ich aber in Play. Und tatsächlich die Mosaiks. Jawohl. Die Regionen habe ich nicht in Play, aber ich habe noch andere Karten in Play. Dann wähle ich die jeweiligen Typen. Nämlich einmal aus den Fame-Karten, das Awe-Inspiring habe ich. Von den Civilized-Karten, das Coinage habe ich auch. Und von den Uncivilized-Karten, die Agrikultur habe ich und den Hafen habe ich auch. Das waren jetzt meine Karten in Play und die geben mir auch schon 18 Punkte und in der Summe bin ich schon bei 26. Wir sind aber noch nicht fertig. Garrisons hatte ich keine, ich hatte nämlich keine Region mehr ausliegen. In der History, dann müssen wir hier reingucken. Da habe ich von den Mazedoniern, habe ich Philipp II. Dann gucke ich mal, ob ich noch was von den Mazedoniern habe. Ja, natürlich. Den Alexander habe ich da liegen. Und Alexander the Great habe ich da liegen. Packen wir alles hier auf den Stapel. Das ist dann hinterher natürlich alles zu sortieren. Bei so einem Deckbilder gibt es hinterher und vorher durchaus einiges an Administrationsaufwand. So, dann haben wir noch eine Fame-Karte, nämlich das Great. Und dann haben wir 3 Tributkarten. Die Armenier, die Ägypter und die Ionier. So, dann bin ich schon bei 44 Karten. Dann haben wir noch Karten im Nachziehdeck und auf der Hand. Das sind alle anderen Karten, die ich jetzt noch so finde. Advance habe ich hier. Dann habe ich Parmenion, Orestes. Das sehe ich immer unten da an der farbigen Dreieck, dass es Karten der Mazedonier sind. Development. Die Unrest-Karten kommen gleich. Dann habe ich noch einen Conquer. Ein Prosperity. Noch einen Conquer. Pelagonien. Glory. Und das Haliakmon Valley. Und die Uxia habe ich auch noch. Und dann habe ich noch mal Uncivilized, Civilized Karten, das sind die Moneylenders,
dann habe ich zwei Fame-Karten, nämlich zweimal Triumphant, 1-2. Ordentlich Punkte. Habe ich noch zwei Regionen, nämlich den Dschungel und die Oase. Und ich habe noch tatsächlich, dummerweise, 1-2 Unrest-Karten übrig gehalten. Die bin ich nicht losgeworden. Es verbleiben aber 81 Punkte. Na, das ist so ein mittelstarker Wert. Wir schauen mal, was mein Gegner so macht. Dann nehme ich diesen Kartenstapel. Die anderen Ressourcen haben wir verändert. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so finden. Bei den Persern hat er die Lydia, die Conker. Noch ein Conker. Ich suche erstmal die Perserkarten raus. Das Advance, das Median Empire. City of Persepolis, Darius den Ersten, Prosperity. Teilweise geben die Karten keine Punkte, aber wir geben sie alle mal mit an, weil es gibt manchmal sammelnde Wertungen, die irgendwas auf Kartenzahl oder sowas ausrechnen. Dann die Nesianischen Ebenen, das persische Gold. Arachosia, Zagros und Baktria. Das sind die Karten der Perser. Und dann haben wir die übrigen Karten. Fangen wir bei den Regionen an. River, Hills, Mountain. Ich brauche also nicht selber rechnen, sondern ich gebe einfach nur ein, welche Karten wir so finden. Floodplain, Steppe, die Küste. Das waren die Regionen. Dann sind wir weiter mit den Civilized-Karten. Da finden wir die Exports. Den Shadoof, das ist eine Uncivilized. Dann müssen wir wechseln auf die Uncivilized-Karten. Da finden wir Gambling, City, noch eine City, den Shadoof. Dann die Tributvölker, da sind die Chin, die Aksumiten, die Hittiter und die Minor. Und er hat noch zwei Fame-Karten, nämlich Notorious und Marvelous. Und hat damit 72 Punkte. Und das wird uns jetzt angezeigt. Ich gewinne mit 81-72 als Mazedonier gegen die Perser. Damit habe ich wieder einen kleinen Schritt in meiner Challenge geschafft. Hurra! Habe jetzt mit meinem zweiten Volk der Challenge, ich habe auch schon andere Völker gespielt als jetzt die Perser und die Mazedonier, aber das ist jetzt im Rahmen meiner Challenge, die ich in diesem Jahr erst begonnen habe, das zweite Volk, was jetzt drankommt. Ich möchte das der Reihe nach wenigstens versuchen, wobei ich eben, wie gesagt, die Perser gegen die Atlanter noch offen habe. Aber hier habt ihr gesehen, in dieser Partie, das war ein Sieg und jetzt muss ich natürlich alles aufräumen. Machen wir jetzt aber nicht. Ich hoffe, euch hat das Let's Play Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt auch das Spiel. Das ist natürlich jedermanns eigene Sache und jeder Frau ist, ob ihm oder ihr das Spiel gefällt. Es ist meine persönliche Top 1, was die Solo-Spiele angeht, denn jedes Spiel verläuft anders. Ich habe jetzt mit 81 Punkten gewonnen, mit zu 72. Ich habe auch schon Spiele gehabt, wo ich mit 81 Punkten dramatisch verloren hatte, weil die Atlanta häufig dann über 120 Punkte geschafft haben. Oder ich habe auch schon Spiele mit 120 Punkten selber gewonnen. Da gibt es eine sehr, sehr große Spannbreite von Punkten, die man erspielen kann. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich aus meiner Sicht. Es ist etwas Verwaltungsaufwand, es ist etwas Einarbeitungsaufwand. Für mich persönlich lohnt es sich aber. Die Grafik gefällt mir. Sie ist von The Miko, so heißt der Zeichner. Mihailo Dimitrievski und diverse Regelfragen, die ich hatte oder diverse Tipps, die man finden kann auf BoardGameGeek. Schaut bitte rein, denn es lohnt sich. Der Autor Nigel Buckle und hin und wieder auch David Turci sind dort sehr aktiv und antworten teilweise sehr, sehr zügig auf Fragen. Es gibt tatsächlich Forenbeiträge, wo irgendein User, irgendein Spieler eine Frage gestellt hat
Und innerhalb von Minuten war eine Antwort vom Spieleautor selbst dort. Und die sind natürlich von allerhöchster Stelle damit autorisiert, wenn es da um Regelfragen oder um Interpretationsdeutungen geht. Okay, das dazu. Nochmal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und natürlich, wenn noch nicht geschehen, ein Abo. Gerne kommentieren, wo habe ich Fehler gemacht, abgesehen von den Dingen, die ich dann im Nachgang gesehen habe, dass ich zu wenig meine Solstice-Effekte genutzt habe. Wenn ich Regelfehler gemacht habe, schreibt es mir rein. Ich weiß, das ist solo aufwendig. Wir sind jetzt auch schon eine ganze Weile wieder dran. Kamera läuft noch, jawohl. Aber das lohnt aus meiner Sicht. Es ist nichts schnell gespieltes. Ich habe das Spiel auch schon zu dritt gespielt. Das dauert natürlich seine Zeit. Aber wenn jeder regelfest ist, geht das vergleichsweise zügig durch. Denn in dem Moment, wenn ich meine Karten, meine drei Aktionen gespielt habe, kann ich als erstes einen Progressmarker in den Markt legen. Und damit kann der nächste Spieler schon loslegen, während ich hier noch meine Aufräumaktion mache. Also die Marker zurücksortiere und meine Karten abwerfe und auf 5 Karten aufziehe. Oder notfalls noch ein Development mache und so weiter. Das kann alles noch passieren, während der nächste schon dran ist. So dass sich also da die Downtime für die anderen Spieler nicht ganz so dramatisch zusammenrechnet mit dem ganzen Warten. So, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.